YouTube-Special. Sehr, sehr geil, dass ihr mit dabei seid. Ein 10.000 Abonnenten-Special. Das habt ihr euch gewünscht. Wir hatten eine kleine Abstimmung in Instagram, was ihr euch als Special wünscht. Und die meisten Antworten waren, hey Mike, stell doch am besten mal deine Technik vor. Und in diesem Video wird das auch passieren. Kurze Info, bevor wir gleich starten. Stück für Stück trudelt jetzt jeder einzelne von euch mit ein. Ist sehr, sehr geil. Ihr habt mir schon viele Fragen vorab gestellt. Ihr könnt auch Fragen in dem Chat aktuell stellen. Die werden wir nach der Technikvorstellung in Ruhe beantworten. Ansonsten haben wir uns hier im Bürgerhaus Erzhausen einen kleinen Saal jetzt mal für eine Stunde gemietet, in dem wir die Technik aufbauen durften und wir jetzt auch den Livestream machen. Dieser Saal ist hier hinten dran ziemlich groß, das hört ihr bestimmt. Es hallt ganz schön. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem einwandfrei. Ansonsten gerne einfach nochmal kurz mit reinschreiben, wenn irgendwas unverständlich war. Ich war noch nie auf YouTube live. Ist mein allererster Livestream. Deswegen kann ich euch nicht sagen, hakt die Technik, funktioniert alles einwandfrei. Wir haben zwar mal eben kurz auf Instagram geprobt, aber auf YouTube kann alles natürlich schon wieder ein bisschen anders da sein. Also, zwei Dinge. Das Video ist in zwei Kategorien unterteilt. Die erste Kategorie ist das, was ihr euch gewünscht habt. Das ist die Technikvorstellung. Ihr seht, wir haben hier hinten dran schon die komplette Technik aufgebaut. Die stelle ich euch gleich Stück für Stück vor. Kurze Info, sie ist nicht angeschlossen. Also keins der Geräte hängt am Strom mit dran. Zur Technikvorstellung erkläre ich euch trotzdem ein bisschen was mit dazu. Und vor allem auch, warum ich mich für die einzelnen Technikkomponenten entschieden habe. Was sie für mich als Vorteil bringen. Genau, was so meine Erfahrungen damit sind. Und wenn ihr Fragen dazu habt, einfach reinstellen. Und wenn die Technikvorstellung vorbei ist, gehen wir danach noch in eine große Q&A, in eine Frage-Antwort-Runde mit rein. Und ich beantworte eure Fragen. Wie gesagt, ein paar wurden vorab schon in Instagram gestellt. Die haben uns aufgeschrieben. Wenn ihr zwischendrin Fragen habt, stellt sie einfach in den Chat mit rein. Wir schreiben uns die Fragen mit auf und im Nachgang picke ich mir einzelne raus, die wir dann noch beantworten können. So, wir gucken jetzt noch, dass ein paar Follower mit dabei sind. Ich weiß gar nicht, ob im Livestream überhaupt schon jemand zuschaut. Ganz genau, ein paar Leute sind schon mit dabei. Sehr, sehr geil. Ich hatte vorab schon die Info, Mike, wieso machst du diesen Livestream denn um 13 Uhr und nicht, wenn die Menschen Feierabend haben um 18 Uhr? Ja, das ist der Location so ein bisschen geschuldet. Heute Abend sind da schon wieder ein paar Gäste mit drin. Hier findet schon wieder ein Geburtstag drin statt. Deswegen hätten wir den Raum nicht haben können. Deswegen machen wir das mittags. Aber für alle, die später erst Zeit haben, wir lassen diesen Stream stehen. Ihr könnt euch den im Nachhinein gehen, so oft angucken, wie ihr wollt. Könnt euch einzelne Elemente dementsprechend raussuchen, wenn euch irgendwelche Techniksachen besonders interessiert haben. Ja, und ich würde jetzt auch gar nicht lange drum herum reden. Ich würde im Endeffekt mit der Technikvorstellung schon starten. Genau, wir nehmen die Kamera einfach mal mit und fangen ganz rechts an, gehen Stück für Stück mit durch und ich erkläre euch so ein bisschen was mit dazu. Kommt einmal mit. Wir fangen hier oben an mit unserer 4er LED-Bar. Die ist von der Firma DB Systems, ist eine COB-Bar. Die habe ich mir, ich glaube, vor 4 Jahren habe ich die mir mal gekauft. Ich hatte sie vorher schon 1-2 Jahre lang bei meiner Veranstaltungstechnik-Firma, mit der ich zusammenarbeite, ist die Firma Flashlight, habe ich die regelmäßig angemietet gehabt. Und die hat immer einen guten und zuverlässigen Job gemacht. Sie hat immer die Tanzfläche perfekt ausgeleuchtet, oft sogar so stark, dass ich sie runterdimmen musste. Und ich war so begeistert davon, dass ich sie mir dann irgendwann selber gekauft habe. Der ganz große Vorteil bei der COB-Bar ist, sie hat nicht einzelne LEDs mit drin, sondern eine große, sodass der Lichtkegel im Endeffekt auch wie ein großer Lichtpunkt aussieht. Das hat den ganz großen Vorteil, es wirkt so ein bisschen wie so eine klassische alte Parkkanne mit einem großen Farbfleck. Das ist das Schöne dran. Vorne ist auch so ein kleiner Filter mit dabei, den seht ihr hier oben bestimmt, den kann man mit 2 Schrauben lösen und schon leuchtet er eine ganze große Fläche aus. Ich habe es noch nie abgehabt, ich hatte es vor 4 Jahren mal, da habe ich sie mal gehabt, da waren keine Filter mit drauf und da merkt man, wie diese ganze Fläche ausgeleuchtet ist. Sobald der Filter drauf ist, sieht man, dass er einzelne punktuelle Punkte auf dem Boden im Endeffekt macht. Du kannst die so ausrichten, wie du möchtest. Die ist natürlich wie jede klassische Paarbar individuell drehbar. Sie hat oben drauf ein paar Schrauben, sodass du auch noch weitere und zusätzliche Effekte mit drauf machen kannst. Also hast du noch weitere Lichteffekte, kannst du die einfach oben drauf schrauben und du kannst sie mit Strom direkt an diese COB-Bar mit anschließen.
Ich kann sie euch nur empfehlen. Übrigens auch einfach nur als Info, die meisten der Technikvorstellungen sind jetzt schon unten in der Videobeschreibung mit drin verlinkt. Guckt da gerne mal drauf. Gleich auch als Info für alle, bevor ihr meckert, das sind Affiliate-Links, das sind Partner-Links. Wenn ihr da was kauft, das wird nicht teurer, aber ihr unterstützt einfach diesen Kanal, sodass ich einfach eine kleine Provision, eine kleine Spende davon kriege, um diesen Kanal im Endeffekt für euch am Laufen zu halten. Ja, das ist die GB Systems COB Bar, die ich mit dabei habe. Was ich ganz neu habe, was ich euch unbedingt zeigen will, was ich wirklich richtig, richtig geil finde, ist das neue Stativ. Vorher hatte ich so ein klassisches Dreibein-Stativ und das hier hat jetzt unten eine Bodenplatte mit drauf. Also eine große quadratische Bodenplatte. Da gibt es übrigens eine ganz coole auf so ein, bin zur Session Music nach Frankfurt gefahren, habe gesagt, hey, ich brauche für mein Lichtstativ ein schönes, eine schöne Rechnung, kannst du abholen. Ich hole es am Lager ab, nehme alles mit, fahre die auf die erste Veranstaltung am Wochenende, baue eine runde Platte auf, schraube Stativ drauf, schraube es raus und es hört hier auf. In dieser Höhe. Da sage ich, was will ich denn mit einem Lichtstativ in dieser Höhe? Licht muss von oben immer nach unten strahlen. Das Ding war zu kurz. Und am Ende habe ich dann gemerkt, dass der Kerl mir gar kein Lichtstativ verkauft hat, sondern ein Lautsprecherstativ. Lichtstative sind standardmäßig höher ausziehbar, bis auf fast 2,20 Meter. Lautsprecherstative enden oft bei so 1,70 Meter bis 1,80 Meter. Deswegen, falls ihr auch mal irgendwann umschwenkt auf so ein Stativ mit Bodenplatte, achtet darauf, dass es ein Lichtstativ ist und dass es auch weit ausziehbar ist. Ansonsten, ich kann euch auch dieses Gravity-Stativ empfehlen. Es ist von der Firma Gravity. Das erkennt man immer dran, dass die ja, wie gesagt, so grüne Elemente mit dabei haben. Und ich finde das Ding richtig geil. Nicht nur, dass du eine sehr, sehr große Baseplate hast, die zwei Griffe an der Seite hat. Du hast auch Kabelkanäle hier unten mit dabei, so kleine Kabelschächte, wo du einfach auch die Kabel von der Lichtschächte, wo du einfach auch die Kabel von der Lichtbar dementsprechend einfach drin verstecken kannst. Es gibt auch passende Tragetaschen, die habe ich gleich mitgeholt. Genau, und dieses Lichtstativ wird einfach mit drauf geschraubt. Es sieht sehr geil aus, ist auch sehr, sehr stabil. Und jetzt kommt so ein kleiner Hack. Die habe ich euch schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Ist, glaube ich, 2 Jahre her. Benutzt Gravity Kabel Clips. Diese Clips hier, da könnt ihr einfach die Kabel dann an dem Stativ langführen. Die werden einfach nur dran geklippt. Das Kabel kommt hier mit durch. Alle paar Zentimeter ist so ein Clipper mit dran. Und ihr könnt das Kabel einfach dementsprechend mit rumführen. Die kosten 2 Euro, 3 Euro, 2 Stück. Ich habe mir 4 Stück mitgenommen. Ich finde die Dinger absolut geil. So muss ich nicht mit Klettband oder Klebeband an Stativen mit rummachen. Habe keine Klebereste, kann die immer dran lassen. Sehr geil. Kann ich euch wirklich nur empfehlen und ans Herz legen. Sieht auch optisch ganz schön aus, wenn dieses Kabel dann nicht so wirrwarr runterhängt, sondern einfach schön am Stativ lang mit runtergeführt ist. Super. Wenn ihr Fragen habt zu der Kopfbar oder auch zu dem Stativ, einfach in den Chat reinhauen. Später bei der Q&A gehe ich gerne da noch mal ein bisschen näher drauf ein. Super, lass uns weitergehen zu dem nächsten Gerät und das ist das wahrscheinlich, worauf die meisten von euch schon gewartet haben. Nicht nur der Moving Head, sondern vor allem gleich die Podeste. Lass uns aber oben anfangen mit dem Moving Head. Ich habe mir Ende letzten Jahres Moving Heads gekauft. Ich fand die schon immer geil. Ich wollte immer Moving Heads haben. Die haben sowas Hochwertiges, drehen mit Strahlen oder Gobos durch den Raum durch. Das hat mich schon in Diskotheken früher immer fasziniert. Ich wollte das als mobiler DJ einfach immer haben. Das habe ich jetzt auch gemacht, habe lange gesucht, welcher Moving Head es werden soll und habe mich letztendlich für den Cameo, die sind mit einem Phantom 50 oder Phantom 65 unterwegs. Der hat, meine ich, 75 Watt, ist ein schönes Gerät. Der Cameo 200 hat 100 Watt, also du merkst, wenn da die Lampe angeht, das strahlt wirklich. Das ist enorm viel. Er hat auch eine angenehme, große, gute Größe, sieht auch auf dem Podest nicht so verloren aus und vor allem, weswegen ich mich auch für ihn entschieden habe, er hat austauschbare Gobos drin und zwar nicht nur eins, sondern du kannst alle Gobos, die drin sind, rausnehmen, du kannst neue reinmachen, du kannst dir selbst Gobos erstellen lassen. Was ich übrigens auch schon einmal gemacht habe, also wer mich auf Instagram sieht oder vielleicht schon mal einen Videolog gesehen hat, der sieht manchmal diese Herzchen-Gobos, die so an die Decke gestrahlt sind. Die sind hier drin, die sind nicht standardmäßig mit dabei, die habe ich mir extra anfertigen lassen. Es gibt eine schöne Manufaktur in Italien, die machen sowas, entweder per Laser, per Gravur oder irgendwas. Da dauert einige Zeit, bis die dort ankommen, aber die sind geil. Wer es aber noch nie gemacht hat, der Einbau ist wirklich brutal. Also das ist, ich musste mir eine YouTube-Anleitung angucken, dass ich überhaupt diese Gobos damit reinkriege.
Es ist ein geiles Teil. Er hat einen Autofokus mit dabei, dass er sich automatisch scharf stellt, egal wo er hin projiziert. Er hat ein Prisma dabei, sodass du dieses Gobo einfach in drei Gobos erweitern kannst, damit einfach diese Projektion noch ein bisschen größer aussieht. Die 100 Watt sind entscheidend, wenn zum Beispiel noch Tageslicht an ist oder Neonröhren an sind in der Location, dass du trotzdem diese Strahlen, also nicht nur die Strahlen, sondern die Projektion siehst. 100 Watt machen da um einiges was her. Ja, das ist der Cameo, wie gesagt, Aurespot 200. Sehr, sehr geiles Gerät. Ich habe mir ein Transportcase jetzt noch für ihn geholt, wo die standardmäßig drin sind. Dann kommen so eine kleine Tasche rein und werden kopfüber mit reingesteckt. Wenn ihr Fragen habt zu dem Aurespot, ich steuere sie über DMX, über eine Lichtsteuerung, die werden aktiv gesteuert. Also kein Sound to Light oder irgendwas. Es wird alles aktiv gesteuert, auch die COB-Bar. Da kommen wir aber am Ende dazu. Da stelle ich euch auch noch mal ein bisschen was zu der Lichtsteuerung vor. Erzähle euch noch ein bisschen was dazu. Wo der draufsteht, und das ist wirklich so das größte Ding, die Tower. Tower kriegt ihr ja standardmäßig, ich sag mal, das sind im Endeffekt standardklassische Truss Tower, die man zum Beispiel kaufen kann. Die haben eine Bodenplatte mit dabei und da stehen die Truss Tower drauf. Die kannst du kaufen in Meter Höhe, die kannst du kaufen in 1,50 Meter, die kannst du aber auch in 2 Meter kaufen. Ich konnte mich auf keine Größe einigen und dann hat mir ein DJ-Kollege, der René Derot, hat mir eine mega geile Empfehlung gegeben. Und das hier, das sind keine Truss-Säulen, das sind Podeste. Podeste, die ausziehbar sind. Dann gibt es auch dementsprechend in diesem Set Hussen mit dabei, eine Bodenplatte ist mit dabei und diese Podeste sind individuell verstellbar. Ich nehme euch mal mit rüber, ich zeige euch das mal, weil den anderen, den habe ich extra nicht zusammengebaut, um euch das im Detail zu zeigen. Die sind von der Firma Novo Pro. Ich habe gerade die Bezeichnung nicht genau im Kopf, aber wie gesagt, Novo Pro Tower, einfach gerne googeln, findet ihr dementsprechend direkt. Und die kann man sich bestellen, die sind auch nicht teuer. Da ist eine Bodenplatte mit dabei, da ist der Tower mit dabei, da sind sogar 2 Hussen mit dabei, in schwarz oder in weiß, die ihr dementsprechend mit drüber ziehen könnt. Es ist oben in der Platte, das ist der ganz große Vorteil, ein Loch mit drin. Und in diesem Loch kann man entweder zum Beispiel einen Zapfen mit drauf machen und dann kann man einen Lautsprecher mit draufstellen oder so wie ich es gemacht habe, ich stelle den Moving Head drauf und habe in den Moving Head unten an den Boden ist jetzt eine Gegenschraube mit dabei. Die stecke ich einfach hier unten mit durch, drehe sie in den Moving Head mit rein und dann sitzt der Moving Head fest drauf, wackelt nicht und kann nicht, wenn mal irgendjemand dagegen fällt, im Endeffekt runterfallen. Eine kleine Tasche, wo diese ganzen Schrauben mit dabei sind. Diese ganzen Podeste habe ich komplett vorverkabelt. Ich erzähle dir unten gleich dann noch mal ein bisschen was zu der Verkabelung und auch zu dem Spot, den ich unten mit drin habe, da ich die von innen beleuchtet habe. Drüben bei dem, der schon zusammengebaut ist, ihr seht, ich habe da jetzt schon eine Husse drüber gezogen. Der Moving Head ist drauf und wie gesagt, der sitzt da auch fest mit drauf. Und das Geile ist, ihr könnt dieses Podest auch in Ruhe auseinanderschrauben. Da sind Transporttaschen beim Kauf mit dabei. Die kann man ganz kompakt zusammenschrauben. Und dann kann man die ganz einfach transportieren. Die Husse wird einfach nur runtergezogen. Und ihr seht, wenn man hier jetzt reingeht, habe ich hier schon die Schraube dementsprechend dran geschraubt. Und die geht hier oben in den Moving Head mit rein. Und der hat hier unten einfach nur noch so eine Baseplate mit drin. Die ist aber standardmäßig bei dem Moving Head schon mit dabei. Und man kann von unten einfach eine Schraube mit reindrehen. Was ich gemacht habe zudem noch ist, ich habe diese kompletten Podeste vorverkabelt. Ihr seht hier hinten, hier läuft schon das Kabel mit durch. Da ist ein Stromkabel mit dabei für den Moving Head. Da ist ein DMX-Kabel mit dabei. In dem anderen Tower geht nicht nur ein DMX-Kabel rein in den Moving Head, sondern auch eins wieder raus. Ich könnte das Signal dort abgreifen und könnte das auch in andere Lichteffekte im Endeffekt ja, weiterleiten. Das war das, was mir wichtig ist. Kleine Kabelbinder habe ich das mit zusammen gemacht und habe die dann dementsprechend, wenn man es hier ein bisschen runterzieht, an die Podeste mit dran gemacht. So, wir gehen nochmal kurz rüber ans andere Podest. Genau hier sind nämlich so kleine Schrauben mit dabei. Und da kannst du dieses Podest ganz einfach Höhen verstellen. Ich nehme mal kurz die Schraube mit runter. So, und wenn du hier mit reinguckst, siehst du hier diese Schrauben. Das sind einfach, die ziehst du einfach nur raus, winkelst sie kurz an. Das machst du mit auf allen 4 Seiten. Und dann kannst du, und das ist der ganz große Vorteil, dieses Podest nehmen und einfach ausziehen. Na. Und kannst es auf eine Wunschhöhe mit reinmachen, klippst sie wieder an und dann hat er hier verschiedene Löcher,
auf die er dementsprechend einrastet. Und schon ist er fest und du kannst ihn auf 1 Meter, 1,50 Meter, ich glaube bis 1,80 Meter geht der maximal hoch, kannst du dementsprechend den in der Höhe verstellen. Will ich ihn transportieren, schraube ich ihn zum Beispiel wieder ganz runter und packe ihn einfach so ins Auto mit rein. Also ich baue die auch nicht auseinander, sondern ich wollte sie von vornherein so mit transportieren. Wieder rein. Und schon ist er wieder festgeklebt. Und so kannst du die auf die Höhe stellen, wie du sie im Endeffekt wirklich brauchst. Nennen sich Novo Pro XL. Gibt es auch in einer kleineren Form. Ich habe die XL extra genommen. Die sind ungemein geil, weil halt, wie gesagt, Bodenplatte und alles drum und dran von vornherein mit dabei ist. So, kommen wir gleich nochmal zu dem Spot unten mit rein. Auch wenn ihr Fragen habt, Moving Head, Novo Pro, Tower oder irgendwas, einfach in den Chat mit reinstellen. Später bei Q&A gucke ich, welche Fragen wichtig sind. Ich picke mir einzelne raus und beantworte die auch für euch. So, jetzt muss ich nochmal was trinken. So, lass uns weitermachen. Neben dem Tower und dem Moving Head habe ich immer mehr schon einen Lautsprecher stehen. Bei den Lautsprechern, egal ob ihr es auf Instagram seht, auf YouTube, auf den Bildern, ich habe immer so ein Säulensystem mit dabei. Das Säulensystem ist von der Firma LD Systems. Das nennt sich Maui 28. Das gibt sogar noch eine Nummer kleiner als Maui 11. Gibt es nochmal ganz klein als Maui 5. Die habe ich zusätzlich auch noch. Die nehme ich zum Beispiel als Terrassenlautsprecher oder auch für freie Trauung. Für die Party selber nehme ich diese Maui 28. Und glaube mir, umso öfter ich in Foren über Lautsprecher lese oder DJs sich über Lautsprecher unterhalten, ist das immer eine kontroverse Diskussion drüber, gerade mit diesen sogenannten Säulenlautsprecher und Maui 28. Viele sagen, sieht geil aus, hat aber keinen Wumms. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Jungs haben recht. Die haben vollkommen recht. Das Ding sieht super geil aus, aber es bringt nicht die Leistung wie zum Beispiel ein 18 Zoll Subwoofer. Das war aber auch nicht der Grund, weswegen ich mich dafür entschieden habe, sondern da ich in erster Linie mit diesen Lautsprechern keine Kirmesveranstaltung oder ähnliches mitspiele, sondern in erster Linie Hochzeiten und Geburtstagen, ist ein 18 Zoll Subwoofer viel zu überdimensioniert. In vielen Locations darf man in erster Linie gar nicht so laut machen. Viele sagen, hey, den Bass musst du aber runterschrauben. Und dann sage ich, was bringt es dir, einen 18 Zoller Subwoofer zu nehmen, wenn du ihn gar nicht benutzen darfst? Dafür musst du ihn aber schleppen. Was mir auch immer war oder was uns mobilen DJs immer wichtig ist, ist einfach, dass alles transportabel ist, dass es schnell aufgebaut ist, dass es für eine Hochzeit einfach auch schön und gut aussieht. Und da sind diese Säulensysteme, egal ob das jetzt so eine Maui 28 ist oder von RCF gibt es so ein Evox-System, von HK Audio gibt es eine Element-Serie. Das sind alles super schöne Säulensysteme. Ich glaube, Bose hat mal mit angefangen mit so einem L1-Lautsprecher. Sehr geile Teile. Was die als Besonderheit hat, sie hat hier oben, von oben nach unten, 16 Lautsprecher mit eingebaut. Da sind zwei Hochtöner oben mit dabei als Fieber. Die Sprache bei Ansprachen von zum Beispiel dem Brautpaar oder auch dem Brautvater, wenn der eine Rede hält, dann wird dieser Ton sehr weit in den Raum reingetragen, sodass die Gäste in den hinteren Reihen den Redner auch immer noch einwandfrei verstehen. Das ist der ganz große Vorteil, weil diese Säule mit diesem Hochtöner richtig nach oben gerichtet ist und der ganz weit in den Raum mit reingeht. Dann sind hier neben den zwei Hochtönern noch 14 Mitteltöner-Lautsprecher mit drin, die über eine aktive Frequenzweiche angesteuert werden und dementsprechend hier von den Hochtönern vom Ton immer tiefer gehen. Und so hat man einen gleichmäßigen, warmen Sound im vorderen Bereich auf der Tanzfläche. Unten drunter ist dann noch der Subwoofer. Darin befindet sich ein Doppel-8-Zoller. Also 8 Zoll. 8 Zoll ist nicht groß, 8 Zoll ist wirklich nur klein. Trotzdem kann ich dir ganz ehrlich sagen, dadurch, dass zwei drin sind, durch die Bauweise, wie er gemacht ist, macht er trotzdem einen harmonischen, warmen Klang. Es ist nicht zu vergleichen mit einem Sound, wenn du in eine Disco gehst, weil in einer Disco wird nicht nur viel Wert auf einen guten Hörsound, auf einen warmen Sound gelegt, du brauchst in einer Disco auch sogenannten Körperschall. Das heißt, gehst du auf ein Konzert, gehst du in eine Disco und da geht der Bass an, den spürst du im Bauch. Ich war mal auf einem Scooter-Konzert, habe in der ersten Reihe gestanden, das ist 15 Jahre her, da gab es noch keine Lautstärkeregeln. Da war vorher noch ein Vorprogramm-DJ, der war ganz cool, haben wir schon gemerkt, ordentliche Lautstärke.
Dann kam Scooter raus, spielen den ersten Song, der Bass kickt und der haut so dermaßen in den Magen rein, dass ich erstmal einen Meter zurückgegangen bin und gedacht habe, what the fuck, was ist das denn bitte sehr? Das war so heftig, dass ich die erste Reihe verlassen habe und dann mal in die hinteren Reihe von diesem Saal gegangen bin. Das ist Körperschall. Körperschall spürst du. Körperschall ist einfach nochmal was ganz Besonderes, was die Emotionen oder die Partygäste richtig abfeiern lässt. Das kann die nicht. Das kann sie nicht. Dafür ist sie aber auch nicht ausgelegt. Wenn du einem Opa, der 80 bist, Körperschall hinsetzt, der sagt dir, bist du bekloppt oder was? Mach das Ding mal leiser. Hier fliegt dir alles weg, die Tische. Die Gläser vibrieren und so weiter und die Löffel vibrieren in den Tellern mit drin. Also sowas brauchst du nicht. Was sie aber kann, ist ein schöner, harmonischer, warmer Klang. Gut ausgelegt, wie gesagt, für Sprache, trägt sie weit, für eine gute Party-Lautstärke ist sie ausreichend und der Bass hat einen guten Bass, den du gut hörst. Und der bewegt sie in so einem Umkreis von, sagen wir mal, 5 bis 8 Meter. Danach fällt er ab. Das war auch der Grund, weswegen ich mich dafür entschieden habe. Weil einfach auf der Tanzfläche du einen guten Klang hast mit Power, der Bass fällt danach ab und die Gäste, die dann im hinteren Raum noch an den Tischen sitzen, die nehmen den Bass nicht mehr wahr, können sich in Ruhe unterhalten, hören aber trotzdem die Musik über die Hochtöner. Das ist der Vorteil von so einem Säulensystem, von so einer Maui. Es gibt mittlerweile noch einen Nachfolger, die Maui 28G2. Kann ich jedem auch nur raten, wer sich für so ein Lautsprechersystem entscheidet oder wer Interesse dran hat. Die hat nochmal mehr Power, mehr Kraft, ist vom Klang noch wärmer, noch dynamischer. Ein sehr, sehr geiles System. Wenn du Fragen hast zu dem System, man kann passende Tragetaschen noch mit dazu holen, das würde ich gerne noch erwähnen. Genau, und kannst diese Säulen, die werden einfach abgenommen. Das ist ein einzelnes Element, das ist ein einzelnes Element. Der Bass ist ein einzelnes Element, er hat Tragegriffen an den Seiten mit dabei und du kannst alles einfach transportieren. Es wird zusammengesteckt, Kabel dran, läuft. Ganz easy. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, in den Chat mit reinschreiben. Ich gucke sie mir später an und dann gucke ich mal, ob ich da noch was beantworten kann. Super, lass uns weitergehen. Mein Dieter-Stand kennt ihr schon, falls nicht, ich habe euch ein komplettes Video auf YouTube dazu schon veröffentlicht, indem ich euch ihn einfach komplett vorstelle, wie er zusammengebaut ist, woher habe ich den Molton, woher habe ich die Bretter und so weiter. Guckt da gerne mit rein, da würde ich jetzt nicht noch näher drauf eingehen, sondern ich würde eher auf die anderen Sachen noch mit eingehen. Ich habe immer 2 LED-Diamonds mit dabei, genau diese beiden Spiegelkugeleffekte. Auch dazu findest du eine komplette Review auf meinem YouTube-Kanal. Die sorgen dafür, für viele bunte Strahlen, die in den Raum gestrahlt werden, die sich drehen, die sich so ein bisschen animieren. Das macht einen sehr geilen Effekt, vor allem, weil der Effekt raumfüllend ist. Also die gehen hier los und der ganze Saal wird mit vielen bunten Strahlen gefüllt. Das ist ein richtig, richtig geiles Teil. Es gibt manche DJs, ich habe da auch immer kontroverse Diskussionen drüber, die sagen 60-Euro-Effekt. Ein DJ, der, was weiß ich, was für ein Geld kostet, geht mit einem 60-Euro-Effekt los. Es ist nicht immer wichtig, was etwas kostet, sondern welchen Wert es im Endeffekt bringt und wie es angenommen wird. Und die Gäste oder die Leute sind immer super begeistert, weil halt im ganzen Saal, auf der ganzen Tanzfläche immer viel, viel Action ist. Genau, das ist der Diamond. Auch die werden aktiv gesteuert über eine Lichtsteuerung. Ich habe sie auf eine Holzplatte draufgeschraubt, habe sie mit einer Powerclamp befestigt und dann sind sie an dem Stand hier vorne einfach an eine vorhandene Stange. Das Ganze kann man über DMX-Kabel noch verkabeln. Und dann hat man die hier mit dabei. Super. Nächstes Gerät, der Pioneer DDJ1000. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn einfach. Ich liebe dieses Teil. Ich muss dir sagen, unter allen Controllern, für die ich mich entschieden habe, war der DDJ1000 aktuell eine Mega-Wahl. Ich hatte vorher einen XDJ-R1, der hat noch CD-Einschübe mit dabei gehabt. Du kannst den mit USB steuern. Das kann der alles nicht. Dafür hat er jetzt Funktionen mit dabei, die habe ich vorher nicht gehabt. Ich hatte vorher zum Beispiel keine Performance-Pads hier mit dabei, mit denen ich noch nicht arbeiten konnte. Das heißt, Sampler abfeuern war ein bisschen blöd gemacht. Richtige oder mehrfache Cue-Punkte setzen, das war alles gar nicht möglich. Viele andere Funktionen hat er mit dabei, plus hier die kleine LED-Anzeige. Da sieht man immer so eine Nadel, die sich mitdreht, plus den Track, der gerade läuft. Das ist geil, wenn Gäste da wie so eine richtige Schallplatte, weil sich hier drin einfach auch nochmal animiert so ein bisschen was zeigt. Das ist sehr, sehr geil, ist ein 4-Kanal-Gerät. Ich benutze aktiv nur 2 Kanäle davon über Virtual DJ, habe über einen 3. Kanal dementsprechend noch ein Kabel mit angeschlossen, wo man später zum Beispiel einen separaten Laptop
oder Beamer mit anschließen kann, damit Gäste, falls sie so eine Beamer-Show oder irgendwas geplant haben auf Hochzeiten, passiert ja öfter, das einfach hier dran anschließen können. Ich brauche den Kanal nur hochdrehen und schon kommt der Ton hier über die Lautsprecher wieder. Genau. Das Case, in dem der verbaut ist, da gibt es auch ein komplettes Video zu, in dem ich dieses Case einfach komplett vorverkabelt habe. Wir haben es dann später nochmal nachbearbeitet. Die Antennen hier wurden zum Beispiel noch mit hinzugefügt. Hier wurde noch ein USB-Anschluss mit drauf gemacht, weil ich hier oft mal gerne noch so einen kleinen Ventilator stehen habe. Ja, XLR-Anschlüsse sind von vornherein schon mit drin gelegt, sodass ich die Lautsprecher und alles direkt an das Case anschließen kann. Hier liegt ein Stromanschluss an der Seite zum Beispiel schon mit dran. Das wurde alles gemacht. Gibt es ein komplettes Video zu? Also wenn du dich für das Case, was ich alles eingebaut habe, wie ich es verkabelt habe, für interessiert, guck auf meinem Kanal nach. Da gibt es ein komplettes Video zu. Geht fast eine Stunde oder so, weil ich einfach dieses komplette Einbau einmal mitgefilmt habe. Nebendran mein Laptop. Habe ich letztens in einem anderen Video schon mal was drüber gesagt. Ich lege mit einem Hewlett-Packard-Laptop auf. Als ich mich für den entschieden habe, das ist mittlerweile, der ist 5 Jahre alt und der hat 333 Euro gekostet. Warum ich mich für ihn entschieden habe und kein MacBook damals gekauft habe, ist so die häufigste Frage, die ich mittlerweile gestellt kriege, ist, ich habe damals nicht das Geld gehabt, um mir ein MacBook kaufen zu können. Als ich vor 5 Jahren in die Selbstständigkeit rein bin, bin ich mit null gestartet. Ich hatte kein Geld, ich hatte keine Kunden, ich hatte keine Technik. Das heißt, ich musste meine Investitionen erstmal ganz gering halten. Habe für einen Hewlett-Packard entschieden, der die Mindestanforderungen oder die optimalen Anforderungen für Virtual DJ, die Software, die ich benutze, unterstützt. Das war der und ich benutze ihn auch nur zum Auflegen. Also er kommt nur raus zum Auflegen, ist das Auflegen fertig, klappe ich ihn zusammen, er kommt wieder in die Box mit rein und beim nächsten Gig wird er wieder rausgeholt. Ich mache keine Büroarbeit mit, ich schneide keine Videos mit, ich mache kein Social Media mit. Der ist nur zum Auflegen da. Das war auch der Grund, weswegen man sich einen günstigen Laptop holen kann. Zu diesem Laptop oder auch allgemeine Tipps für einen Laptop-Kauf findest du auch schon als separates Video. Hier auf dem Kanal ist gar nicht so alt, kam gerade erst vor ein paar Wochen raus. Da sind ein paar geile Tipps mit dabei, die dir weiterhelfen sollen, wenn du einen Laptop kaufen willst. Mit dabei, wir klappen ihn einmal zu. Ich nehme das Ding hier mal raus, ist der Laptop-Ständer, den ich geholt habe. Das ist ein Crane-Laptop-Ständer. Ich glaube, kostet 50, 60, 70 Euro, sowas in dem Dreh. Genau, der ganz große Vorteil ist, man kann ihn überall hinstellen, weil er einen guten Fuß mit dabei hat. Und er hat wie bei so einem Fahrrad Schnellspanner mit dabei. Das heißt, die kannst du einfach aufklappen und dann ist das Ding alles individuell klappbar. Du kannst ihn zusammenklappen. Hier oben, oh, jetzt habe ich nochmal zugedreht. Kommt meiner Schwarzenegger-Ruf. Oh, so. Genau. Kannst du einfach zusammenklappen. Hat eine kleine Tasche schon mit dabei, in die er dementsprechend mit reinkommt. Schnellspanner einfach wieder zumachen und dann kannst du ihn transportieren. Und wenn du ihn aufklappst, wie gesagt, stell ihn so hin, wie du ihn möchtest, mach den Schnellspanner an und schon kannst du ihn dementsprechend Schnellspanner zumachen. Genau, und dann kann man ihn wieder hinstellen. So, die Platte natürlich oben auch einmal mit drauf und den Schnellspanner einfach zumachen in der entsprechenden Höhe. So, und dann kann der Laptop wieder drauf und du kannst ihn hinstellen, wo du willst. Dadurch, dass der unten nur so einen schmalen Fuß hat, kannst du ihn auch vor dein Case oder vor deinen Controller stellen und hast dann den Laptop über deinem Controller mit drüber. Ist ein sehr, sehr geiles Teil. Wie gesagt, von der Firma Crane, C-R-A-N-E geschrieben. Einfach mal bei Amazon nachgucken, da habe ich meinen auch her. Gibt es in vielen coolen Farben, für die Mädels auch in Pink, für die Clubber auch in Weiß. Guckt es euch auf jeden Fall mal an, ist ein geiles Teil. Noch ein Diamond, wie gesagt, ich habe immer zwei mit dabei. Hier ist die andere Maui noch mit dabei. Und da gibt es einen kleinen Unterschied zu der anderen Maui. Die andere Maui ist eine LD Systems Maui 28. Das hier ist eine LD Systems Maui 28 Mix. Sind beides Lautsprecher der ersten Generation. Mittlerweile gibt es ja schon die G2, Generation 2. Früher gab es immer nur Generation 1 und dann hat man unterschieden in die normale und in die Mix. Und die Mix hat den ganz großen Vorteil, dass die noch zusätzliche Anschlüsse mit dabei hat. Ich zeige euch das mal. Wir gehen einmal rum. Ich zeige euch mal die Anschlüsse. Genau, bei der normalen Maui, gehen wir da gerne einfach mal hin, ist es so, dass sie zwei Eingänge mit dabei hat, zwei Ausgänge mit dabei hat oder auch nochmal einen Cinch-Eingang hat. Und oben bei den Reglern kannst du dann dementsprechend entweder das Main-Level mit einstellen und natürlich den Subwoofer auch nochmal separat regeln. Was ich übrigens auch sehr, sehr geil finde, weil so kannst du, wenn du mal abends eine Party hast, wo sagt, der Bass ist so stark, nimm mal den Bass raus,
Kannst du den hier einfach runterdrehen und der Subwoofer wird leiser oder hat weniger Power. Die Lautsprecher obendrauf bleiben aber gleich. So, hier könntest du jetzt nicht großartig ein Mikrofon oder irgendwas mit anschließen. Das ist alles nicht vorhanden. Deswegen wurde irgendwann die Maui 28 Mix rausgebracht. Das ist die andere und die hat dann wieder ein paar Anschlüsse mehr mit dabei. Das siehst du drauf, sie hat schon mehr Regler mit dabei. Und das heißt, hier hast du zum Beispiel einen Mikrofoneingang noch zusätzlich mit dabei. Das heißt, hier kannst du direkt ein Mikrofon anschließen und hast drauf auch einen einzelnen Mikrofonregler, wo du diesen Eingang mit regeln kannst. Ansonsten auch hier zusätzlich ein MP3-Player-Eingang oder auch ein Eingang, wo du zum Beispiel eine Gitarre oder ähnliches mit anschließen kannst, wenn man kein DJ, sondern Musiker ist. Das kann man oben auch über einen separaten Regler nochmal mitsteuern. Das ist sehr, sehr geil. Ansonsten nochmal ein Line-Regler mit dabei, wenn du über die normalen Eingänge mit reingehst. Main-Level, Subwoofer-Regler, genauso wie bei dem anderen, aber es sind einfach noch ein paar Anschlüsse mehr vorhanden. Das habe ich an der gefeiert, deswegen habe ich mir die geholt, dass man sie einfach auch nochmal auf eine Terrasse, wo man ein bisschen Power braucht, anschließen kann, direkt ein Mikrofon dranhängen kann, direkt einen MP3-Player dranhängen kann, ohne dass du immer deine komplette große Technik aufbauen musst. Das ist der ganz große Vorteil. Hat übrigens die kleine Maui 5 auch mit dabei. Auch da kannst du MP3-Player oder auch Mikrofone direkt mit anschließen. So, lass uns wieder rumgehen. Und nochmal über den Tower sprechen. Der Tower, wie gesagt, NovoPro XL. NovoPro ist die Firma. XL, sonstige Bezeichnung, ist der Stand selber. Und ich habe diese aufgebaut und habe sie schon von vornherein vorverkabelt. Und da habe ich so gemacht, dass ich unten drin schon einen Scheinwerfer mit eingebaut habe. Das ist ein ganz einfacher Eurolight Floor Spot. Den habe ich bei Thomann geholt. Der hat ziemlich gute Bewertungen. Habe ihn mit Kabelbindern unten dementsprechend festgemacht. Habe XLR-Kabel mit verbunden, die dann von dem Spot in die Moving Heads oben mit reingehen, so dass beides mit gekoppelt ist und auch beides gesteuert werden kann. Stromanschluss ist mit dran. Ich habe angeklickt, wo alles noch mit dran hängt. Und es ist alles schon vorverkabelt. Das heißt, hinstellen, wo er soll und er läuft. Stecker in die Steckdose und er läuft. Und was ich jetzt noch gemacht habe, ist, ich habe hier unten zwei WLAN ist es nicht. Die sind aber von der Lixada DMX Funkempfänger mit eingebaut. Die sind in beiden und so kann ich das DMX-Signal später von einem Sender einfach nahtlos senden an die beiden Tower und die beiden Tower brauchen nur einen Stromanschluss. Ich muss kein DMX-Kabel mehr verlegen, weil das alles über Funk funktioniert und die sind hier von vornherein schon mit eingebaut, sind schon auf die richtigen Kanäle mit eingestellt und ich kann damit einfach senden. Den Sender schließe ich standardmäßig oben an diese 4er LED-Bar mit an. Da kommt auch mein Lichtcontroller mit dazu. Den stelle ich euch aber gleich nochmal vor und dann erzähle ich auch noch ein bisschen was zu den Lixada-Geräten. Also der ist hier mit dabei. Der ist in dem anderen Tower auch schon von vornherein mit drin. Und ich habe noch einen dritten über und der kommt einfach hier in den Diamond mit rein. Und schon sind alle wichtigen Lichteffekte mit diesen Lixada-Empfängern mit ausgestattet. Der Sender sendet das Signal dementsprechend mit hin und es funktioniert. Lixada, viele DJs benutzen diese Geräte. Ich habe sie mir auch mal gekauft, habe sie am Anfang gar nicht zum Laufen gekriegt, bis ich gemerkt habe, dass mein WLAN-Sender, mein AirDMX und der Lixada auf derselben Frequenz funken und sich gegenseitig stören. Wenn man aber einen halben Meter Abstand zwischen die steckt, dann funktioniert das Ganze wieder. Die Geräte haben einen großen Nachteil und das ist, wenn du Moving Heads verwendest, dass die alle paar Minuten mal für eine halbe Sekunde einen kurzen Signalabbruch haben. Das tut bei so einer Viererbar oder bei so einem Diamond tut es nichts. Aber der Moving Head, vielleicht muss ich ihn auch einfach nur mal umprogrammieren, ist so, dass der dann einfach für eine halbe Sekunde, sag mal kurz so, einen kurzen Ruckler macht. Einen ganz kurzen nur. Das merkt man aber ganz deutlich und da merke ich immer, hey, von Lixada, die haben gerade mal so für eine halbe Sekunde einen Signalverlust gehabt. Das kann man bestimmt noch optimieren, sind meine ersten Empfänger. Vielleicht gibt es da irgendwann mal neue, welche, die besser funktionieren. Also, Lixada DMX-Empfänger, 4 Stück, ich glaube 80 Euro, 100 Euro, kriegst du bei Amazon. Falls ihr da einen Wunsch habt, schicke ich euch einen Link einfach mal unten mit rein und dann könnt ihr da einfach mal reingucken, ob die auch was für euch sind. Super, lass uns weitergehen. Das ist die ganze Grundtechnik oder der komplette Stand und Aufbau, den ich in dem Technikpaket Party mit dabei habe.
Ich habe zusätzlich noch so ein paar Gimmicks mit dabei. Ich nenne es jetzt einfach mal Gimmicks. Ich habe die hier mit aufgebaut. Die würde ich euch nochmal vorstellen. Die befinden sich standardmäßig entweder an dem Stand mit dran, an dem Lichtstativ. Ich habe sie unten noch in der Ablage mit drin oder ähnliches. Die habe ich jetzt einfach mal hier mit aufgebaut. Genau, die Schraube und die kleine Tasche gehören hier noch mit dazu. Hier ist noch der andere Moving Head. Auf der Rückseite, ich wollte euch nur mal die Anschlüsse zeigen. Ich habe es nämlich wirklich so gemacht, ich habe die Moving Heads auch gekennzeichnet. Das ist R, ist der, der auf die rechte Seite später kommt. Der andere hat ein L, der kommt auf die linke Seite mit dabei. Er hat einen Powercon-Anschluss mit dabei. DMX-Eingang, DMX-Ausgang und hat auch nochmal einen fünfpoligen DMX-Eingang und Ausgang. Er hätte zur Not auch ein Power-Out, dass man Stromsignal auch wieder mit rausleitet. Braucht man aber alles nicht. Ich stelle den auf das Podest drauf, schraube ihn unten fest und an dem Podest, wie gesagt, diese ganzen Kabel von vornherein schon mit Vorverkabel. Powercon ist da, DMX-Eingang, DMX-Ausgang und so brauche ich den einfach nur hinten mit reinklippen und er läuft. Als Sondergimmicks, naja, Gimmicks sind es nicht im Endeffekt, mein neuer Ersatzcontroller, der DDJ400, den habt ihr jetzt bestimmt schon das erste Mal auf meinem YouTube-Kanal gesehen. Wir haben ein kleines Unboxing drüber gemacht. Und vor allem haben wir auch Coral schon hochgeladen, diesen Malle-Mix-Übergang. Also wer den schon gesehen hat, vielleicht zum Üben sogar nachmachen, haben wir mit dem Controller gemacht. Damit machen wir zukünftig auch die Tutorials, die ich euch präsentieren darf. Und er ist auch mein Zweit- und Backup-Controller, den ich zusätzlich noch mit dabei habe. Ist ein geiles Teil, hat alle grundsätzlichen Funktionen wie der DDJ1000 auch mit dabei. Ist halt nur eine Nummer kleiner, handlicher, braucht keinen Stromanschluss. Ich liebe ihn wirklich. Also das ist so der kleine Bruder von dem. Was ich immer noch mit dabei habe, in meinem Case ist es verkabelt, da ist die Station mit drin, ist ein Funkmikrofon. Hier lege ich Wert mittlerweile, dass ich Funkmikrofone von der Firma Shure habe. Ich hatte vorher mal einen Line 6, habe ziemlich viel Ärger mit gehabt. Jetzt habe ich einen Shure und das Ding funktioniert einfach. Also hat eine Sendeleistung, die ist sehr, sehr gut. Es läuft, es hat eine geile Sprachqualität. Ich habe da immer so mein Tipp, vertrau in gewissen Dingen den Urmarken. Shure ist immer bekannt gewesen für gute Mikrofone. Ist ja ähnlich wie Sennheiser. Sennheiser ist ja auch so eine Mikrofonmarke. Und wenn du sowas kaufst, weißt du auch, dass du Qualität hast. Ich habe ein Funkmikrofon immer mit dabei. Oben ist so ein Popschutz mit dabei. Also in der Regel, wie gesagt, ist da dieser Popschutz nicht mit drauf. Betrieben wird es ganz einfach mit zwei Batterien. Die kann man hier mit reinmachen. Und die Sendestation dazu. Die ist schon in dem Case mit rein verbaut. Guck dir das Video dazu an. Da siehst du auch, welches Mikrofon es genau ist und auch die Station dazu, wie ich sie mit einbaue. Als zweites Mikrofon habe ich auch noch immer eine Shure mit dabei. Das soll ein Ersatzmikrofon sein. Es soll ein Zweitmikrofon sein, falls mal zwei Mikros gebraucht werden. Es ist ein Kabelmikrofon oder auch wenn ich mal eine Ansage machen möchte, habe ich das immer bei mir liegen. Beim Kabelmikrofon unten kommt das Kabel einfach mit dran. Ein Schalter ist mit dabei. Das nennt sich Shure PG48. Gibt es auch in der Variation als sogenanntes SM58. Das ist das Profiteil, das ist ein Gesangsmikrofon. Ich will da nicht reinsingen, deswegen bin ich DJ geworden. Deswegen habe ich mich für das PG48 entschieden. Es hat eine super geile Sprachqualität. Ich habe es immer mit dabei, vor allem auch als Backup, falls mal irgendwas mit dem Funkmikrofon ist, es nicht funktioniert oder ich Depp vielleicht mal die Batterien habe zu Hause liegen lassen, dann kann man immer noch dieses Mikrofon verwenden. Übrigens mal so ein ganz kleiner Lifehack. Genau, wer das nicht kennt, vor allem, weil er vielleicht als DJ gerade angefangen hat. Ich glaube, DJ Freddy ist das letztens passiert. Der war auf einer Feier und hat seine Mikros zu Hause liegen lassen. Ein Kopfhörer funktioniert grundsätzlich fast genauso wie ein Mikrofon. Es ist eine Schwingmembrane und die kann entweder Klang wiedergeben, sie kann aber auch Klang aufnehmen. Habt ihr kein Mikrofon dabei und ihr braucht jemanden, der eine Rede halten will und ihr braucht einfach ein Mikrofon, dann nehmt einen Kopfhörer. Steckt das Kopfhörerkabel in den Mikrofoneingang mit rein. Dreht den Regler mal ordentlich auf, da ist kein Vorverstärker dabei wie bei einem Mikrofon. Dreht den auf und sprecht in den Kopfhörer rein. Kein Scheiß, funktioniert wirklich. Ton kommt hinten raus und man kann einen Kopfhörer auch als Mikrofon benutzen. Einfach mal so als kleiner Lifehack. Ich habe es noch nie gemacht. Freddy war letztens unterwegs, da siehst du eine Sprecherin, die schön in den Kopfhörer mit reinspricht. Es ist eine Notlösung. Es ist eine Notlösung, wenn ihr wirklich kein Mikrofon mit dabei habt. Alles ist zwar besser als das, aber wenn nichts da ist, sprecht in den Kopfhörer mit rein. Super. Also, ich habe immer zwei Mikros mit dabei, passende Taschen, passende Kabel liegen natürlich auch noch mit dabei. Dann geht es weiter.
In einem anderen Video, ich habe sie euch schon mal präsentiert, genau, sind meine CAD-Core-Systeme mit dabei. Ich habe noch weitere Stecker in der Kiste hinten mit dabei. Die benutze ich, um meine Lautsprecher zu verbinden. Also da sind XLR-Eingänge mit dabei. Mein Hauptsignal und mein Hauptanschlussfeld ist aber hier so ein LAN-Kabel, sogenanntes CAD-Kabel. Die Dinge habe ich mal von der Preview von der Firma CAD-Core gekriegt. Da gibt es ein komplettes Video auf meinem YouTube-Kanal zu. So könnt ihr mehrere Lautsprecherkanäle zum Beispiel einfach über so ein System miteinander verbinden. Ich habe zum Beispiel immer so ein CAD-Kabel, so ein LAN-Kabel, da kosten 50 Meter 10 Euro, aber kauf mal 50 Meter XLR-Kabel. Vor allem kannst du diese LAN-Kabel bis zu 200, 300 Meter verlegen, ohne Verlust, ohne irgendwas. Und so ein CAD-Kabel, so ein LAN-Kabel hat 4 Adern mit dabei. Das heißt, hier sind 4 Anschlüsse für je eine Ader in so einem Kabel mit dabei. Die ersten beiden nehme ich für die Lautsprecher, linker Kanal, rechter Kanal, und die anderen beiden nehme ich für die Mikrofone. So kann ich von meinem Pult mit 2 Signalen rausgehen an die Lautsprecher, kann neben dem Lautsprecher, wo so eine Station ist, ein Mikrofon anschließen hier drin, und über dasselbe Kabel geht dieses Signal zurück und ich kann an meinem Pult die Lautsprecher dementsprechend oder das Mikrofon mit regeln. Ich benutze das sehr, sehr gerne für zum Beispiel den Sektempfang, wo noch ein zusätzlicher Lautsprecher draußen steht, wo auch ein Mikrofon benötigt wird. Dann schließe ich das über das CAD-Core-System an. Und wenn draußen jemand in das Mikrofon reinspricht, dann hört man das nicht nur draußen über den Lautsprecher, sondern auch drinnen über die Hauptanlage, sodass alle Gäste, egal wo die gerade sind, diese Ansage mitkriegen. Genauso ist es, machst du drinnen über das Mikrofon eine Ansage, hörst du das auch dementsprechend draußen. Und auch die Musik kommt drinnen und draußen gleichzeitig raus. Das ist der Vorteil. Gibt es ein komplettes Video zu, guckst dir an, nennt sich CAD-Core-System, ist ein geiles System. Kann ich jedem nur empfehlen, der ein bisschen mehr machen möchte, als immer nur 2 Lautsprecher dabei haben. So, lass uns weitergehen. Kommen wir mal zu dem RDMX. Das RDMX ist meine DMX, meine Lichtsteuerung. Damit steuere ich mein Licht. Also eigentlich steuere ich mein Licht mit dem Programm, was auf dem iPad mit drauf ist. Aber das iPad hat ja nur ein WLAN dabei. Und die Software ist auf dem iPad mit da drauf. Und das WLAN ist hier mit dem RDMX verbunden. Das hier ist ein WLAN-Sender. Und der sendet das Signal, also besser vom iPad übers WLAN ist hier verbunden. Und hier oben ist ein XLR-Anschluss dementsprechend mit dran, wo du deine ganzen Geräte, deine ganzen Lampen, Lichter einfach über das Kabel mit anschließen kannst. Und der nimmt das Signal an, was von dem iPad und von der RDMX-Software gesendet wird. Ist ein sehr geiles System, wird leider, wirklich leider, seit Jahren nicht mehr weiterentwickelt. Also die Firma Ehrgeiz, von dem das Produkt ist, die hat die Entwicklung irgendwann eingestellt. Es wurde anscheinend jetzt an eine Fremdfirma verkauft. Sie wird nicht mehr weiter produziert. Ich habe es mir vor Jahren gekauft. Es läuft und es funktioniert einfach. Es gibt aber wohl mittlerweile auch modernere Systeme, wie zum Beispiel LightRider, was auch auf so einem iPad zum Beispiel läuft. Das Light natürlich. Ich bin noch bei RDMX mit dabei, weil es einfach wunderbar läuft. Ich habe hinten eine Powerclamp mit dran gemacht und so kann ich dieses DMX-Gerät einfach an einem Lichtstativ mit dran machen. So eine Powerclamp kannst du einzeln einfach bei Amazon oder bei Thomann zum Beispiel kaufen, kannst die standardmäßig an viele Geräte dran schrauben und kannst dann diese Sachen einfach an Stative mit dran klippen. Ich habe das zum Beispiel bei, wie gesagt, den Diamonds schon. Ich zeige es dir nochmal, wir gehen mal zu dem Diamond. Hier hinten dran ist auch so eine Powerclamp, die ist wie gesagt an den Diamond oder an die Platte hier dran geschraubt, einfach nur an so ein Stativ mit dran geklippt. Kannst du auch an jede Truss dran klippen und so weiter. Also das ist richtige Qualität, richtig massiv, wird standardmäßig sowieso in der Veranstaltungstechnikbranche verwendet. Kann ich dir nur empfehlen, nennt sich Powerclamp, einfach gerne mal danach googeln, egal ob über Amazon haben, ist immer cool. Kannst du auf deinen DJ-Controller an deinen Stand stellen, kannst du auch überall anders hinstellen. So können sich die Leute, wenn sie dich toll finden, natürlich auch mal eine Visitenkarte wegnehmen. So, und als letztes oder als vorletztes, Lixada. Das ist der Sender. Ich habe ihn jetzt hier noch zusammengeklappt. Genau, das ganze Stromkabel, ich ziehe es jetzt einfach mal so ein bisschen ab. So, das ist der Sender. Ist eine Antenne, hat einen ganz normalen DMX-Anschluss mit dran. Kommt einfach zum Beispiel, ich kann ihn nicht hier direkt reinstellen, weil wie gesagt, er sendet auf derselben Frequenz wie das RDMX. So beißen die sich, ich muss einen halben Meter Kabel dazwischen machen. Aber das ist der Sender, den du einfach in deinen Controller zum Beispiel oder in deine Software oder in deine kleine Box dementsprechend
das DMX-Signal weiter. Der Sender braucht einen Stromanschluss. Da ist hier ein Kabel mit dabei, wo dementsprechend einmal die Steckdose kommt und dann läuft der. Die Sender haben eingebauten Akku. Ich habe sie zwar trotzdem an Stromkabel angeschlossen und in eine Steckdose mit reingemacht, aber die haben einfach einen Akku. Also du kannst dann einfach diesen Empfänger nehmen, kannst ihn an die Geräte dran klippen, wo du willst, stellst auf dieselbe Farbe, die haben eine Farbkodierung mit ein wie der Sender und schon sind die, hast du anstatt ein Kabel einfach eine Funkverbindung mit dabei. Ist sehr, sehr cool. Funktioniert, wie gesagt, auch relativ gut. Bis auf die Moving Heads, dass die, wie gesagt, alle paar Minuten mal so eine Millisekunden Ausfall haben. Was ich noch habe, 2 Mikrofonständer immer mit dabei. Genau, standardmäßig hatte ich bisher hier den linken hier vorne bei. Und der hatte hier so ein Schrauber mit dabei. Schraubst du auf, kannst du eine Höhe feststellen, schraubst du wieder zu, ist mit fest. Mir wichtig, einen schönen Mikrofonständer zu haben. Es gibt auch so Dreibein-Stative als Mikrofonständer. Finde ich ultra hässlich, sehen auch blöd aus, wenn sie stehen. Ich wollte immer haben mit so einem kleinen Teller, der einfach schön und edel raussieht. Später zur Party nehmen die Jungs den sich immer und dann geht es hier ab und dann machen die hier ihre Gesangseinlagen. Also der ist auch immer cool, wenn der mit dasteht. Gibt es mittlerweile eine Nummer moderne, nicht mehr mit dem Dreher, sondern von der Firma K&M mit einem direkten Clipper. Drückst du zusammen, kannst du in der Höhe verstellen, wie du es brauchst. Genau, ist dann auch wirklich fest. Das ist das Schöne mit dran. Obendrauf der Mikrofonanschluss, den kann man einfach, den Mikrofonhalter, den kann man einfach runterdrehen. Ja, Mikrofonhalter, den kann man einfach runterdrehen. Ja, das Kabel auch schön verlegen kann. Genau, das ist die ganze Technik, was ich mit dabei habe. Wie gesagt, eine Maui 5 gehört noch mit dazu, die ich standardmäßig mit aufbaue. Habe ich sonst noch was? Ich muss gerade einmal gucken, was steht da hinten noch. Nee, Transportkisten habe ich natürlich mit dabei, wo die ganzen Kabel mit drin sind. Und ansonsten baue ich das immer auf. Der Kabel ist schön. Pack die Kabel an die Seite mit zusammen, dass halt alles, wie gesagt, ordentlich mit aussieht. Hast du eine Frage zu einem der Technikpunkte, egal ob Controller, Mikrofon, RDMX, Catcore, Lautsprecher, Podeste, stell sie in den Chat mit rein. Wir gehen jetzt gleich in die Q&A-Runde mit rein. Und dann gucke ich mal, welche Fragen ihr so gestellt habt und welche wir dementsprechend beantworten können. Super. Ich hoffe, euch hat der Technikteil jetzt schon mal gefallen und ihr habt so einen kleinen Eindruck gekriegt in die Technik, die wir hier verwenden. Eine Kleinigkeit sehe ich noch, die will ich noch zeigen, finde ich super cool. Nicht nur der Kopfhörer, da sage ich gleich noch was mit dazu, sondern dieses kleine Teil ist ein Kopfhörerhalter. Gibt es von der Firma K&M in allen möglichen Variationen für Tische, damit man die an so eine Tischplatte machen kann, für eine Längsstange oder auch für so eine Hochstange. Genau, wird einfach dran geschraubt. Und dann kann man den Kopfhörer mit draufhängen. Also falls ihr auch keinen Kopfhörerhalter an eurem Stand oder so mit dabei habt, ich schraube den immer hier mit dran, hänge den Kopfhörer mit drauf und dann habe ich den immer mit dabei. Zum Thema Kopfhörer, ihr habt ihn ja vorhin schon mal gesehen, habe ich aktuell einen AKG-Kopfhörer. Das ist ein Studio-Kopfhörer. Also das ist kein reiner DJ-Kopfhörer. DJ-Kopfhörer sind oft die Dinger, die man hier jetzt noch mit der Ohrmuschel bewegen kann, die man wegklappen kann, dass man zum Beispiel nur auf einem Ohr mal die Ohrmuschel dran drehen kann. Habe ich alles vorher gehabt, fand ich alles scheiße, ist aber meine persönliche Meinung. Ich habe vorher Sennheiser gehabt, ich hatte Pioneer-Kopfhörer und alle, wirklich alle, sind an dieser wegklappbaren Ohrmuschel oben an der Halterung gebrochen, spätestens nach einem Dreivierteljahr. War total ärgerlich. Ich bin aber auch jedes Wochenende damit unterwegs und ich brauche einfach einen Kopfhörer, der funktioniert und der auch einen einigermaßen vernünftigen Klang hat, damit ich damit arbeiten kann. Mir bringt es nichts, wenn der dann bricht. Das ist scheiße. Deswegen habe ich dann nach einem gesucht, der kein Plastik mehr hat, sondern der Metall hat. Und dieser Kopfhörer hat einen kompletten Metallstrebe oben mit dabei. Das heißt, der kann nicht brechen. Studio-Kopfhörer haben in guter Qualität, wie gesagt, immer Metallstreben mit dabei, große Muscheln, die kompletten Ohren mit abdecken. Das war mir wichtig, dass ich keine Over-Ear-Kopfhörer habe, die aufsitzen, weil mir drückt es dann aufs Ohr, das fängt an, irgendwann weh zu tun. Ich wollte immer ohrumschließende Kopfhörer haben. Das haben diese Studio-Kopfhörer gehabt. Ich verwende sie. Kabel ist nur auf einer Seite, so dass man die auch einfach aufziehen kann. Und schöne Lederpolster sind mit dabei, die man auch einfach austauschen kann. Die sind da einfach nur so mit drauf gemacht. Das heißt, ich könnte die einfach abziehen. Und wenn sie ab sind, kann ich sie, wo ist die Halterung? Wenn man es jetzt hier sieht, da ist so eine kleine Kante. Und da kann ich die einfach nur hier mit drauflegen. Genau. Und einmal drehen.
wenn es richtig funktioniert. Und schon sind sie auf der Halterung. Sind sie wieder mit drauf. So, und so kann man die ganz einfach auswechseln. Und die kosten einen Bruchteil von einem teuren Pioneer-Kopfhörer. Ich glaube, die haben 70 oder 100 Euro gekostet. Sowas in dem Dreh, nennen sich K92. Sie funktionieren. Mir ist immer wichtig, dass ich einen guten Klang habe, Bequemlichkeit habe und dass sie, wie gesagt, halten, dass sie nicht brechen oder so. Das ist aber, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Also über Kopfhörer kann man sich streiten. Der eine mag die Sennheiser HD25. Das sind so die Klassiker. Damit machst du auch nichts falsch. Ich habe mich dann für die entschieden, weil ich vorher einfach schon negative Erfahrungen mit vielen anderen gemacht habe. Ja, Freunde, super. Das ist die gesamte Technik. Das ist alles, wie gesagt, was ich euch heute zeigen wollte von meinem Technikpaket Party. Ich habe noch ein kleineres Technikpaket, das ist das sogenannte Technikpaket Mini. Das unterscheidet sich im Endeffekt nur, dass ich einen kleineren Stand habe, wo der Controller mit dabei ist. Vielleicht auch nur mit dem Pioneer 400 Controller bin ich da unterwegs. Ich habe nur eine Maui-Säule mit dabei, eine von denen. Und ganz neu, ich nehme das Lichtstativ hier mit und habe da oben drauf eine sogenannte KLS Laserbar Pro. Das ist so eine Multibar mit mehreren Effekten wie Spots, Lichteffekt und so weiter in einer mit drin. Ich habe die erst ganz neu, die steht noch original verpackt bei mir im Büro mit drin. Deswegen ist die hier oben, habe ich sie heute noch nicht mit dabei. Ihr werdet sie wahrscheinlich demnächst öfter mal auf Bildern sehen. Vielleicht mache ich auch mal eine Review drüber. Aber aktuell habe ich sie noch nicht im Einsatz. Deswegen wollte ich euch erstmal, wie gesagt, die komplette Technik zeigen oder auch das Technikpaket, mit dem ich standardmäßig unterwegs bin. Super, ich hoffe, euch hat es gefallen. Genau, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn das cool war. Und wenn ihr eine Frage habt, einfach in den Chat mit reinschreiben, weil wir gehen jetzt in die zweite Hälfte mit rein und sprechen einmal über eure Fragen und machen so ein bisschen eine Q&A-Runde. Einige von euch hatten schon die Möglichkeit, vorab in Instagram mir Fragen zu stellen. Und die würde ich jetzt einmal beantworten. Genau, ich brauche erstmal was zu trinken, muss mal was nachschenken. Wow. So. Super. Wir haben vorhin, als wir hier geplant haben, noch überlegt, wie können wir das am besten mit dem Ton machen. Ein Clip-Mikrofon, ihr seht, ich habe hier schon eins da dran mit Kabel oder gibt es irgendwelche Funk-Buddy-Sender, die man verwenden kann. Und am Ende ist mir aufgefallen, mach es doch nicht so kompliziert. Pack dein Handy mit rein, hol dir die Earpods ins Ohr, die haben eine sehr, sehr geile Verbindung und auch einen relativ guten Klang. Und so konnten wir das machen. Und ich hoffe, ihr habt mich bisher auch schon gut verstanden, auch wenn es hier so ein wenig hallt. Wir gehen jetzt rüber in die Q&A-Folge. Genau, mein Kameramann, nee, meine Kamerafrau steht hinter der Kamera. Die hat die Fragen vorbereitet, die liest die einmal vor. Genau dafür gebe ich dir mal einen von den Earpods. Dann kannst du einfach mit reinsprechen, sodass ihr die Frage auch mithört. Falls es jetzt irgendwie lauter, leiser wird oder unverständlich ist, schreibt es bitte einfach in den Chat mit rein. Und wir gucken, dass wir es dementsprechend ein bisschen optimieren können. So. Lasst uns starten mit der zweiten Hälfte, mit der Q&A-Runde. Genau, der DJ Simon fragt, hey Mike, gibt es Sachen, Lautsprecher, Licht etc., die ein absoluter Fehlkauf waren? Ein Fehlkauf? Ich hatte mal einen Fehlkauf mit einem Behringer Mischpult, weil es einfach im Gegensatz zu Pioneer wirklich eine billige Kopie ist. Das merkt man auch ganz deutlich, wenn man die Regler und alles drum und dran mit anfasst. Das war mal ein richtiger Fehlkauf. Hatte ich sonst was? Ja, wie gesagt, letztens das Lichtstativ, das war aber nur der Fehlkäufer, weil der Verkäufer mir einfach das Falsche verkauft hat, dass ich da die falsche Ware hatte. Und ich hatte mal von GLP so eine Lichtbar, die benutzt der Marco Maribello sehr, sehr häufig. Die hat er mir auch mal gegeben. Und genau, die hat er mir auch mal, also die benutzt er standardmäßig, hat sie mir empfohlen. Ich habe sie mir daraufhin gekauft. Das war ein richtiger Klopper und sie war zu groß, zu schwer und ich habe sie dann auch wieder zurückgeschickt. Also das waren Dinge, ich wollte mal eine Review drüber machen, habe es dann aber nicht gemacht. Und ja, Fehlkauf würde ich nicht sagen, es ist eine gute Bar. Sie war nur für meine Verwendungszwecke einfach nicht so vorteilhaft. Genau, mir wird gerade gesagt, ich bin zu leise, also mich hört man schlecht. Okay, dann kein Problem, dann gib mir den Kopfhörer wieder, du liest die Frage vor, genau, und
Und ich wiederhole die Frage einfach nochmal, sodass ihr sie auch versteht. Was ist ein gutes Einsteigermikrofon ohne Kabel? Ein gutes Einsteigermikrofon ohne Kabel, was ist gut? Wie ich schon mal gesagt habe, ich bin ein riesengroßer Freund von Shure. Du kriegst zwar bei Thomann auch sogenannte T-Bone-Mikrofone, die funktionieren bestimmt auch. Ob du damit aber professionell Veranstaltungen machen kannst, ist immer die Frage. Ich bin immer ein Freund davon, von guter Qualität, und es muss zuverlässig sein. Wie gesagt, ich hatte vorher ein Line 6 Mikrofon und nach 5 Meter Abstand ist das Signal abgebrochen. Da musste jemand einfach nur zwischen diese Strecke von Sender zu Mikrofon durchlaufen. War es der Fotograf, war für eine Sekunde das Signal weg. Das war totaler Müll. Deswegen habe ich dann einfach gesagt, hey, ich gebe jetzt ein bisschen mehr Geld aus, kaufe ein Shure-System, aber das funktioniert. Das funktioniert wirklich. Mit Kabel, wie gesagt, kann ich das PG48 oder das SM58 von Shure empfehlen. Das sind geile Geräte und beide kriegst du auch kabellos. Guck dir gerne mal die Shure-Systeme an, guck dir aber auch gerne mal Mikrofone von Sennheiser an. Es sind nicht die billigsten. Billig geht immer, aber sie sind gut. Und ich kann dir einfach nur sagen, gerade bei solchen wichtigen, elementaren Dingen, wie zum Beispiel Mikrofon, einfach auch zu sagen, hey, ich gebe mal 50 bis 100 Euro mehr aus. Das tut später nicht weh, aber du hast zuverlässige und gute Qualität. Das ist eine Frage, bist du mit deinem aktuellen DJ-Case zufrieden? Okay, aktuelle Frage. Bin ich mit meinem aktuellen DJ-Case zufrieden? Ja, bin ich. Ich habe ja eins genommen von Zomo, weil das andere, was ich ursprünglich wollte, nicht lieferbar war. Und ich bin eigentlich begeistert von. Also ich habe jetzt eigentlich gedacht, ja, Zomo ist dann halt so ein bisschen billiger, kostet auch nur einen Bruchteil von dem, was ich vorher eigentlich wollte. Es erfüllt aber den Zweck. Es sieht gut aus, es ist stabil, es funktioniert. Also ich kann es dir wirklich empfehlen, guck dir unbedingt mal Zomo Cases an. Da findest du auch so wie bei mir sogenannte Black Cases. Und ja, ich finde es geil. Ich finde es wirklich gut. Die Frage dazu, die gerade im Chat kam, was hat denn der DJ Case gekostet? Was hat es gekostet? Ich glaube 129. Kann mich aber auch gerade vertun, es waren 229. Also einfach gerne mal auf Amazon gehen, da habe ich es auch gekauft. Zomo Case eingeben für den Pioneer DDJ1000. Da kriegst du auch gleich einen Preis mit dazu. Und ich muss dir einfach sagen, es ist jeden Euro wert. Es ist wirklich geil. Die nächste Frage, berechnest du den Auf- und Abbau mit bei deinen Kunden? Okay, Frage, berechne ich den Auf- und Abbau auch bei meinen Kunden? Ja klar. Also das solltest du natürlich auch machen. Das ist Arbeitszeit. Ich meine, das gehört zu deinem Job mit dazu und das soll natürlich bezahlt werden. Ich meine, man schreibt auf dem Angebot da nicht einfach drauf, Auf- und Abbau kostet Summe X und so weiter, sondern es ist in einem, entweder in einer Anfahrtspauschale, in deinem DJ-Preis oder bei mir ist es in den Technik-Mietpreis mit integriert. Bei mir kostet das Technikpaket Summe X und da ist auch der Auf- und Abbau mit drin. Der ist nicht kostenlos oder sowas, er ist aber da einfach mit eingerechnet. Und ich sage immer, Technikpaket Party hat die und die Inhalte, Auf- und Abbau ist da komplett inklusive. Genau, die nächste Frage, die im Chat gerade war, woher du deine Technik beziehst, also aus dem Internet? Woher beziehe ich meine Technik? Aktuelle Frage aus dem Chat. Ist ganz unterschiedlich. In der Regel bin ich ein riesengroßer Freund davon, in so ein Kaufhaus zu gehen. Bei mir um die Ecke ist Session Music. Thomann ist zum Beispiel noch sehr, sehr bekannt oder Musikhaus Korn oder wie heißt der Große in Köln? Ich habe gerade den Namen nicht im Kopf. Gibt es sehr, sehr große Musikhäuser. Ich bin immer Freund, da reinzugehen, mir die Technik live vor Ort anzugucken, sie mal anzufassen, sie vielleicht sogar mal live im Einsatz zu erleben. Gerade bei Lautsprechern ist sowas zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Da gehe ich, wenn ich etwas kaufen möchte, was ich jetzt noch nicht kenne, was aber eine große Anschaffung ist, gehe ich in ein Kaufhaus rein und kaufe es dann vor Ort. Es ist nicht wesentlich teurer. Du hast aber auch einen Ansprechpartner vor Ort, der dich beraten kann. Also die Verkäufer, die kennen sich mit dieser Materie aus und können dir auch gewisse Dinge von erzählen. Und ansonsten kaufe ich sehr, sehr gern bei Amazon ein. Ich kaufe mittlerweile fast täglich ein, privates, DJ-Technik, vor allem oft Kleinigkeiten. Sind es Klettkabelbinder, sind es so Powerclamps, sind es Hussen, sind es andere kleine Dinge, dann gehe ich, das kann ich am Handy machen, gehst in die Amazon-App rein, legst da den Einkaufswagen, kaufst es direkt, es geht per One-Click, super einfach. Wenn Amazon was nicht hat, dann gehe ich auf Thomann und bei Thomann kaufe ich auch ein und bestelle es dann online, weil auch da Lieferung schnell, Lieferung gut, also kann ich dir wirklich nur empfehlen.
Hier fragt jemand aus dem Chat, wann hast du angefangen, dich fürs DJing zu interessieren, beziehungsweise wie lange bist du schon DJ? Ich war schon DJ, da war DJ noch nicht cool. Da war noch nicht, da gab es noch keine Festival-DJs, da gab es noch keine Stars und so weiter. Da war der DJ noch der graue Kerl in der Ecke, der Nerd in der Ecke, der irgendwelche Techno-Platten abgefeuert hat. Also, bei mir war es so, ich glaube, ich habe mich also früher in den 90ern schon für Musik interessiert. Ich habe Musik auf Kassette aufgenommen, auf dem Radio, hatte eine große Musiksammlung und die Leute, meine Freunde zum Beispiel, die dann einfach gesagt haben, hey, du hast eine große Musiksammlung, hast du nicht Bock auf der Party, ein bisschen was davon zu spielen? Und das habe ich dann auch gemacht. Da war das aber noch kein DJing. Also ich habe das noch nicht als DJ wahrgenommen. Viele haben dann gesagt, der Mike, das ist der DJ. Und dann sage ich, eigentlich mache ich nur ein bisschen Musik, weil ich halt viel Musik besitze. Und so hat es angefangen. Und 2004 habe ich dann durch so eine Werbeanzeige in der Zeitung gesehen, ey, da sucht so eine große Agentur DJs oder Menschen, die DJ werden wollen für Hochzeiten und so weiter. Und darauf habe ich mich beworben, habe ein Gewerbe angemeldet und dann wurde es zu dem DJing. Aber früher, ja, ich kann nicht sagen, ich habe mich für das DJing interessiert, sondern ich kann einfach nur sagen, ich war musikbegeistert. Ich habe Musik geliebt und damit hat das eher so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Die nächste Frage aus dem Chat. Nutzt du noch die Ape Labs und wenn ja, wie steuerst du sie? Aktuell nicht mehr. Also ich habe auch meine Ape Labs, die Dosen, verkauft. Tatsächlich. Liegt nicht daran, dass sie nicht geil waren, sondern ich habe irgendwann einfach gemerkt, ich habe deutliche Akkuprobleme gehabt und die Akkus haben nicht mehr 8 oder 10 Stunden durchgehalten, sondern sie sind nach einer Stunde schon ausgefallen, obwohl sie voll geladen waren oder sind nach 4 Stunden ausgefallen. Und dann habe ich gesagt, für mich ist Zuverlässigkeit ungemein wichtig. Also mein Equipment, egal von welcher Marke, muss zuverlässig sein. Und das waren die irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich sie einfach verkauft. Aktuell habe ich noch keine neuen Floorspots. Gesteuert habe ich es vorher auch ganz klassisch über die Fernbedienung, die mitgeliefert wird. Du kannst dir aber, wenn du Ape Labs Produkte hast, auch dieses Vape nennt es sich. Das ist eine richtige professionelle DMX-Steuerung, sodass du in deine vorhandene Lichtsteuerung die Dosen mit integrieren kannst und die dann natürlich mit deinen ganzen anderen Lichteffekten auch mit steuern kannst. Also Ape Labs, die Produkte, das sind geile Produkte, das sind richtig geil, modern und gut und so weiter. Nur in meinem Fall, wie gesagt, waren sie leider irgendwann unzuverlässig und deswegen habe ich sie wieder verkauft. Ich habe noch die Sticks, die liegen noch zu Hause im Büro, aber ich habe auch diese gerade nicht mehr im Einsatz und denke auch drüber nach, diese zu verkaufen. Also, falls du Interesse hast, einfach mal eine E-Mail schreiben. Die nächste Frage, kannst du mal dein Lager zeigen? Die nächste Frage, kann ich mal mein Lager zeigen? Ja. Also, ich habe jetzt hier kein Lager, deswegen haben wir uns den Raum genommen. Hätte ich jetzt ein Lager, wo ich alles aufbauen könnte, hätte ich es gemacht. Im Endeffekt habe ich habe zwar einen eigenen Lagerraum, wo das Equipment drin gelagert wird, aber da ist nichts Tolles. Da steht ein Regal mit drin, die Lautsprecher stehen daneben, alle kleinen Sachen werden ins Regal mit reingemacht. Das ist nichts Tolles, bestimmt bei dir auch. Das kannst du im Keller machen, das kannst du in der Garage machen oder ähnliche Sachen. Also da ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ich kann dir vielleicht mal ein Foto rüberschicken oder mal ein Foto auf Instagram oder so posten, dass man einfach mal sieht, wie das Ganze aussieht. Aber es ist ein Lagerraum wie jeder andere. Die nächste Frage, wie viel Geld darf ein Anfänger angemessenermaßen für Technik ausgeben? Wie viel Geld darf ein Anfänger für Technik ausgeben? Das ist die Frage, die jetzt gerade gestellt wurde. Da gibt es kein richtig oder falsch. Also da gibt es auch keine Grenze. Legst du Wert auf moderne Technik, große Technik, teure Technik oder auch was, mit dem man viel machen kann, dann kannst du dir auch so ein Pioneer Festival-Set kaufen, kostet 25.000 Euro, wenn du es benutzen kannst, wenn du Bock drauf hast. Also da gibt es nicht richtig oder falsch. Fängst du aber vielleicht gerade an und du weißt auch nicht, ob das DJing überhaupt das Richtige für dich ist, kann ich immer sagen, fang mit Einstiegsprodukten an. Probier erstmal ein bisschen aus und dann kannst du dich immer noch erweitern. Es gibt gute Geräte von Newmark, zum Beispiel gute Controller. Ich würde dir immer Pioneer empfehlen. Wir hatten aber letztens auch eine schöne Review über den, wie heißt die Marke? Habe ich die Marke vergessen? Wie ist die Marke mit dem Einstiegscontroller? Newmark. Nee, es war nicht Newmark. Gut, also du hast letztens auf meinem YouTube-Kanal noch ein Review über einen Anfänger-Einstiegscontroller für unter 100 Euro gesehen. Der ist geil, der erfüllt seinen Zweck, der hat alles dabei, der hat sogar eine Software mit dabei. Wenn du nicht viel Geld hast, dann investier erstmal in kleine Technik. Bist du sowieso gut mit Geld ausgestattet, kannst du auch schon in höherwertige Technik investieren.
Nächste Frage, was hältst du von Bodennebel? Was halte ich von Bodennebel? Das ist eine geile Sache. Das ist ein richtig geiles Ding. Gerade für, wenn du als DJ auf Hochzeit unterwegs bist, kannst du ihn benutzen, um eine Tanzeröffnung mit so Bodennebel auszustatten. Manche DJs, wie der Marco Maribello, nennen es, glaube ich, Wolke-7-Effekt. Es kommt für die Brautpaare auch wirklich so vor, als ob du auf einer Wolke tanzt, auf so Wolke-7 schwebst. Das ist geil. Es steht auch ein Video auf diesem Kanal an, wird wahrscheinlich Oktober werden, wo es zum Thema Bodennebel ein komplettes Video geben wird. Welche Geräte taugen, was kann man empfehlen? Ich kann dir aber jetzt schon sagen, um vernünftigen Bodennebel hinzukriegen, zuverlässig und in guter Qualität, wirst du um keine Geräte unter 3, 4 oder 5.000 Euro hinkommen. Vergiss so Scheißdreck, wo du Eiswürfel reinmachen musst, wo du irgendwelche anderen Dinge mit dabei hast. Das hält nicht lange, das taugt auch nicht viel. Aber ich kann dir sagen, hab ein bisschen Geduld. Ich mache dir ein komplettes Video drüber und erkläre dir ein bisschen was dazu. Hier ist eine Frage von Instagram. Und zwar fragt jemand, wie sieht die Farbe deiner Moving Heads aus? Lässt du sie nur an der Decke kreisen? Und dazu eine Frage, wo hast du deine Herzfokus her? Frage von Instagram, die kam zu meinen Moving Heads. Lasse ich die nur an der Decke kreisen oder wie sieht der Fahrtweg aus? Und die zweite Frage dazu, wo habe ich die Herzchen-Gobos her? Also Herzchen-Gobos, wie gesagt, ich habe sie in einer Manufaktur in Italien anfertigen lassen. Hat wirklich lange gedauert, bis ich da jemanden gefunden habe, der sowas überhaupt macht. Habe sie dort erstellen lassen, die kosten einiges und sie sind auch sehr, sehr schwer einzubauen. Da habe ich sie mir machen lassen. Die Fahrtwege von den Moving Heads, aktuell benutze ich noch vordefinierte Programme, die im Moving Head gespeichert sind. Und ich rufe die über mein RDMX im Endeffekt nur ab. Die drehen sich durch den Raum durch, gehen in die Gäste mit rein, drehen sich aber auch mal an die Decke, drehen sich mal an den Boden, drehen sich auch mal nach hinten. Also sie haben eine volle Raumfüllung mit dabei. Das kann man natürlich optimieren. Ich bin aber ein Freund davon, Moving Heads nicht immer nur in den Gästen drin zu haben, weil das sieht für dich als DJ geil aus, wenn das so in die Gäste reinstrahlt. Wenn die Gäste aber von vorne zu dir hinten gucken, sehen sie bei dir einfach nur einen DJ ohne irgendwas. Also die sehen dann zwar, dass bei ihm Lichteffekt ist, aber hinten dran ist nichts. Deswegen bin ich manchmal ein Freund, die Moving Heads einfach auch mal so hinter mich strahlen zu lassen, dass hinten bei mir als DJ einfach auch ein bisschen Bewegung ist. Ja, das ist, also es war mir wichtig, deswegen habe ich es auch so gelassen. Hier ist noch eine Frage von Instagram. Warum hast du den DDJ-1000 gekauft und nicht höhere Modelle, zum Beispiel DDJ-RZ-SZ, wegen der Größe? Die Größe spielt eigentlich weniger eine Rolle. Also die Frage ist, weswegen habe ich mich für den DDJ-1000 entschieden und nicht für den RZ oder für höhere Modelle? Ich habe mir tatsächlich den RZ und so weiter gar nicht angeguckt. Der DDJ kam auf den Markt und ich habe ihn, glaube ich, ein halbes Jahr später gekauft. Wichtig war, er ist state of the art. Er ist mit der aktuellen Technik ausgestattet, weil er halt brandneu auf den Markt kam. Zudem wurde er von Virtual DJ unterstützt. Er hat tolle Displays, er hat große Jogwheels mit dabei, die von den Nexus-Playern inspiriert worden sind, die sich auch genauso anfühlen. Also das ist wirklich Qualität. Und ich muss sagen, der DDJ ist jetzt schon ein großer Controller. Also den im Case zu schleppen, das ist nicht ohne. Deswegen habe ich ja noch den 400er extra geholt, damit ich noch eine Alternative habe. Und ich weiß, dass jeder DJ, egal wie groß so ein Controller ist, ich sag mal so ein SB2 oder SB3 ist ja auch ziemlich groß, geile Geräte, geile Funktionen mit dabei. Aber wenn du das jedes Wochenende schleppen musst und du dann auch gucken musst, welche Funktion benutzt du denn tatsächlich davon, dann überlegst du dir zweimal oder dreimal, welcher Controller es vielleicht doch werden wird. Genau. Hier fragt noch jemand im Chat, bis zu wie vielen Personen reicht dein Technikpaket? Aktuelle Frage aus dem Chat. Zu wie viel oder bis zu wie viel Personen reicht mein Technikpaket? Das, so wie es hier aufgebaut ist, nehme ich im Durchschnitt für durchschnittlich 100 Personen, gehe aber auch maximal bis 120, 130 Personen mit hoch. Von der Lichtleistung vollkommen ausreichend. Hast du dann aber mehr Leute, dann bräuchtest du entweder noch so eine 4er LED-Bar, damit die mehr in der Tanzfläche ausleuchtet, oder du bräuchtest mehr Power vom Bass her, weil die Mauis, wie gesagt, es ist nur ein Doppel-8-Zoller. Hey, da ist, wenn 50 Leute auf der Tanzfläche tanzen, dann merkst du schon, wie das zwar abgedeckt ist, aber werden es mehr, dann merkst du schon, dass du mehr Power bräuchtest. Deswegen. Dann weiß ich nämlich im Durchschnitt, die Hälfte tanzt davon und das kann auch eine Maui schaffen. Für alles andere brauchst du mehr Power. Genau, hier fragt noch jemand, hey Mike, kommt mal ein Video zum Thema Kundenumgang und zu deinen Anfangsfehlern mit Kunden?
Okay, aktuelle Frage. Kommt mal ein Video zum Thema Kundenumgang und zu Anfangsfehlern? Tatsächlich gibt es sogar schon so ein Video. Das findet sich in der DJ-Tipps-Playliste ziemlich weit unten. Das nennt sich wirklich Umgang mit Kunden. Da sind ein paar coole Tipps mit dabei, die du beachten solltest. Ansonsten handhabt das jeder DJ anders da. Also das ist was, wenn du da Hilfe oder Unterstützung brauchst, dann setzen wir uns vielleicht einfach mal eine Stunde über Skype zusammen. Ich gebe dir mal die besten Tipps mit und wir gucken mal, wie dein Ablauf ist und was wir da im Endeffekt verbessern könnten. Weil, wie gesagt, es macht wirklich jeder anders da. Ich habe ein System für mich entwickelt, was richtig, richtig gut ist, was gut funktioniert. Vielleicht wäre das ja auch was für dich. Da einfach der Tipp, schreib mir gerne einfach mal eine E-Mail. Es gibt diese Coaching-Varianten, eine Stunde über Skype und dann können wir das vielleicht für dich auch nochmal individualisieren. Noch eine Frage aus dem Chat. Welche Möglichkeiten hat man, wenn man dich buchen will? Bietest du die Möglichkeit, dich nur für Musik und ohne Licht zu buchen? Nochmal, nochmal. Welche Möglichkeiten hat man, wenn man dich buchen möchte? Bietest du die Möglichkeit, dich nur für Musik und ohne Licht zu buchen? Ja, klar. Die Frage aktuell, genau, wenn man mich buchen will, gibt es auch die Möglichkeit, mich ohne Licht und Technik zu buchen? Ja, na klar. Also ich bin DJ. Du kannst mich in erster Linie als DJ buchen. Dann komme ich mit meinem DDJ-1000 vorbei, meinem Laptop und so weiter und schließe mich an vorhandene Technik an. Oft ist es aber so, wenn mich jemand bucht, dass vor Ort die Technik einfach nicht vorhanden ist und ich dann sage, ich habe ein vorgefertigtes Technikpaket, was für Hochzeiten ideal, technisch ausgestattet ist, optisch gut ausgestattet ist, das bringe ich für Summe X mit, baue es auf und kümmere mich auch darum. Aber natürlich, ich bin DJ, du kannst mich auch einfach ohne Technik buchen, dann komme ich nur mit meiner Grundausstattung vorbei. Noch eine Frage aus dem Chat. Würdest du auch auf Festivals auflegen, wenn man dich fragen würde? Okay, Frage aus dem Chat. Würde ich auch auf Festivals auflegen, wenn man mich fragen würde? Also mein Ansporn war es eigentlich nicht wirklich auf Festivals aufzulegen. Also es war nie mein Ziel. Ich wollte nie DJ werden, damit ich irgendwann auf einem Festival auflegen kann. Aber natürlich, ich sag mal, wenn mich jemand fragen würde und so ein Platz frei wäre, ist eine geile Erfahrung, oder nicht? Überleg mal, da unten sind 10.000, 20.000 Leute, die alle feiern die Tunes ab und du gibst vorne Vollgas und alle feiern das. Ey, natürlich würde man das machen. Das ist doch super, super geil. Ich meine, ich habe es auf AIDA auch gemacht, da waren es 2.500 Menschen. Wenn dich 2.500 Menschen feiern, das ist eine Erfahrung, die vergisst du niemals. Also wenn man mich fragen würde, ja, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt mein ganzes Marketing, meine ganze Bewerbung auslegen würde, dass ich mal auf einem Festival spielen würde. Tatsächlich steht es aber auf meiner DJ-Bucketlist mit drauf. Spiele einmal einen Gig auf einem Festival. Das muss jetzt keine Tomorrowland sein oder sowas. Also keiner will einen Hochzeits-DJ auf Tomorrowland Mainstage singen. Aber so ein kleines Vor-Ort-Festival, vielleicht so im Umkreis, wo 300, 400 Leute zum Beispiel drin sind, würde ich gerne mal machen. Hätte ich Bock drauf, ist mal eine andere Erfahrung als immer nur Hochzeit. Noch eine Frage aus dem Chat. Was hältst du von Blindern für mobile DJs? Frage aus dem Chat. Was halte ich von Blindern für mobile DJs? Ich sage es jetzt mal so, mobile DJs spielen in erster Linie feiern die Hochzeit und Geburtstag. Jetzt stell mal vor, du spielst den 60. Geburtstag und hast Blinder mit dabei. Und die tanzen gerade, die sind 60 und du machst zwei Blinder an. Die nächsten 10 Minuten sehen die nichts mehr. Es ist vorbei. Es ist ein geiler Effekt von Festivals, weil es da einfach groß, big ist oder auch von Konzerten und so weiter. Aber als mobiler DJ, ich würde es dir vielleicht eher empfehlen, wenn du feiern hast, ab 200 Leuten und aufwärts, weil dann macht sich sowas bemerkbar, weil du dann auch als DJ mit einer sogenannten Crowd Control arbeiten kannst, dass du die Menge steuern kannst. Hast du aber so kleine Gruppen wie 40 oder 60 Leute, dann ist so eine LED-Bar dasselbe wie ein Blinder. Da drückst du mal auf Full Power On, da gehen die komplett in Weiß, dann ist das genauso, da brauchst du keine extra Geräte für. Die nächste Frage: Was hältst du von Nebel, Haze als mobiler DJ, Problem Feuermelder? Frage: Was halte ich von Nebel oder Haze als mobiler DJ bezüglich den Problemen von Feuermeldern? Also Nebler oder Hazer, Nebelmaschinen, Hazer oder was auch immer, sind sehr, sehr geil, wenn du tolle Effekte hast, wie zum Beispiel Moving Head oder andere Sachen, um sogenannte Strahlen wirksam zu machen. In meinem normalen Technikpaket, deswegen siehst du das hier jetzt auch nicht, ist kein Hazer oder keine Nebelmaschine mit dabei, auch wenn ich eine besitze. Ich habe sie aber nicht standardmäßig mit dabei, weil ich einfach die Erfahrung irgendwann gemacht habe, in 80% aller Fällen sagt entweder die Location, darf bei uns nicht benutzt werden. Und ich bin einfach ein Freund davon, jemand nicht etwas mitzubringen und in Rechnung zu stellen, was da später gar nicht benutzt werden darf, sondern es dann eher optional zu halten, wenn sich sowas jemand wünscht. Also, entweder darf es nicht benutzt werden,
weil die Location es sagt, nicht bei uns, weil wir einfach so ein teures Schloss sehen mit hochwertigen Sachen, oder wir haben Feuermelder, auf die sowas reagieren könnte. Manchmal ist es aber auch so, dass einfach gewisse Gäste sagen, nee, wollen wir nicht haben, weil wir auf unserer Hochzeit auch ältere Gäste mit dabei haben. Ältere Gäste haben sowieso oft Lungenprobleme, Atemprobleme. Und jetzt stell dir mal vor, du machst noch den Nebel mit an, die laufen dir weg, die rennen dir weg oder haben ganz starke Probleme. Ich hatte mal einen Brautvater, der hat nur noch eine halbe Lunge gehabt nach einer Operation. Der hat sowieso schon schwer atmen können. Wenn du dem jetzt noch eine Nebelmaschine vorsetzt, der gibt auf, der bricht zusammen. Also das ist nicht cool. Deswegen, ich nehme es als optionaler Wert. Es ist ein geiler Effekt, natürlich, gerade für Moving Heads, aber für mobile DJs vielleicht vorher absprechen, bevor man es einfach mitbringt. Noch eine Frage, was hältst du von DJs, die auf Hochzeiten ausschließlich mixen? Mixst du auch oder spielst du die Songs aus? Was hältst du von DJs, die auf Hochzeiten immer nur mixen? Mixe ich auch oder spiele ich die Songs aus? Also ich mache das ganz, ganz unterschiedlich. Es ist bei uns mobilen DJs, gerade uns Hochzeits-DJs ja so, wir spielen ja nicht nur eine Musikrichtung. Wir haben ja 20, 30, 40 Musikrichtungen. Und jede Musikrichtung hat seinen eigenen Mixing-Stil. Bei Hip-Hop wird gescratcht. Scratch mal bei Schlager. Die hüpfen dir alle an den Hals, wenn du bei Schlager scratcht. Techno mixt du nahtlos ineinander, sodass zwei Tracks einen ergeben, dass die Menschen den Übergang gar nicht hören. Rock-Music mixt du nicht. Die lässt du auslaufen und hängst dann den nächsten Song mit dran. Also jede Musikrichtung hat einen Stil. Natürlich kann man auch verschiedene Sachen machen. Popmusik, standardmäßig hängt man die aneinander. Aber moderne Popsongs, die kann man auch ineinander mixen. Das ist von Mal zu Mal unterschiedlich und das entscheide ich wirklich von Track zu Track, den ich gerade spiele. Der Vorteil vom Mixing ist natürlich, hast du abends eine geile Party, Leute sind im Flow drin, sind am Feiern, du spielst House-Musik, Hip-Hop, dann mixt du durchgehend Tracks in Tracks, weil du durch das Mixing einfach auch die Leute nicht irgendwie verschnaufen lässt, nicht runterkommen lässt, sondern du pusht sie immer weiter nach oben. Entscheide es aber bitte auf Track zu Track. Alles zu mixen macht keinen Sinn. Aber nicht zu mixen ist auch scheiße, weil du bist der DJ. Hier fragt noch jemand, wie weit würdest du reisen? Sprich für eine Hochzeit in Bayern? Okay, Frage ist, wie weit würde ich reisen? Auch vielleicht für eine Hochzeit in Bayern? Also mein normales Einzugsgebiet sind ungefähr 100 Kilometer, 150 Kilometer vielleicht maximal. Das ist das, wo ich standardmäßig unterwegs bin. Ich komme aber auch gern überall dahin, wo ihr feiern wollt. Das ist egal, ob das Bayern ist. Ich komme auch nach Österreich, ich komme auch in die Schweiz. Das ist gar kein Problem. Ich bin auch oft nach Frankreich oder in die Türkei zum Beispiel geflogen, um dort Gigs zu spielen. Wenn ihr feiern wollt, komme ich gerne überall hin. Da gibt es die kilometertechnisch keine Grenze. Noch eine Frage, ist bald der Maui-Nachfolger geplant? Ich habe ab und an schon mal drüber nachgedacht, eine G2 zu holen. Genau, aktuell ist es aber eher so, diese Saison spiele ich noch mit den G1 und nächste Saison werde ich mal gucken, was ich update. Ich habe einfach nur, das steht nicht fest, das ist nur so ein Gedankengang, Voice Acoustics im Sinn, Phone und, was aber wahrscheinlich nicht passieren wird, Void. Void Akustik, das sind diese Lautsprecher, die so aussehen wie Raketenturbinen. Das ist so mein insgeheimer Traum. Das sind aber so Gedankenspinste. Ich weiß nicht, was davon wirklich kommen wird oder was nicht. Das wird in der Winterpause, werde ich das entscheiden, für die kommende Saison. Findest du eine Nebelmaschine? Okay. Frage, finde ich eine Nebelmaschine mit einem Ausstoß von 560 Kubik für eine Partymeute von 100 Gästen übertrieben? Kann ich dir gar nicht sagen, weil ich mit diesen Kubikwerten von Nebelmaschinen nichts anfangen kann. Wie gesagt, ich habe so selten eine Nebelmaschine im Einsatz und wenn, habe ich nur einen Hazer mit dabei. Ich habe keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. Aber 560 Kubik, wenn ich mir das jetzt einfach mal vorstelle, pro Minute als Ausstoß in so einem Durchschnittsraum bei 100 Gäste, der Nebel zu 20 Sekunden, ist das Ding voll. Ich würde sagen, übertrieben, ja, genau, aber wie gesagt, es kann auch sein, dass es vielleicht vollkommen ausreichend ist. Also lieber erstmal testen. Welche Playlisten legst du dir vor Events an oder suchst du alles spontan aus? Frage, welche Playlisten lege ich mir vor Events an oder wähle ich alles spontan aus? Also ich arbeite gar nicht mit Playlisten. Ich wähle wirklich immer meine Songs ganz spontan an dem Abend. Ich habe aber gewisse Blöcke oder gewisse Routinen, wo ich einfach weiß, die funktionieren unheimlich gut. Das habt ihr bestimmt auf meinem YouTube-Kanal. Ich stelle euch ja ab und an mal solche Dinge vor.
du spielst Michael Jackson und Billie Jean. Nee, stopp, du spielst Prince und Kiss und kannst da zum Beispiel Michael Jackson und Billie Jean reinmixen. Das sind solche Kombinationen, die klingen gut, die beherrsche ich blind, die packe ich zum Beispiel dann gerne mit rein. Aber die Song-Auswahl oder die Block-Auswahl, die treffe ich ganz spontan immer auf Hochzeiten mit drauf, anhand der Resonanz der Gäste, um zu sehen, wer sind denn die aktuellen Partyleute? Sind das eher die Rocker? Sind es die Hauser? Sind es die Hip-Hopper? Oder ist gerade die Schlagerfraktion auf der Tanzfläche? Danach wähle ich das dementsprechend aus, dass wir einfach eine geile Party hinkriegen. Und ansonsten spreche ich von vornherein mit meinem Kunden über die Go's und No-Go's oder über die Musikrichtung, die er wünscht, und weiß von vornherein schon, in welche Richtung soll es am Abend gehen. Sind die 80er gefragt? Ist House-Music gefragt? Ist Rock-Music gefragt? Damit ich einfach schon mal weiß, welche Blöcke machen überhaupt Sinn und welche nicht. Ich als Club-DJ spiele Freitag meine erste Hochzeit. Tipps? Frage, ich als Club-DJ spiele am Freitag meine erste Hochzeit. Tipps? Sag ich genug, gibt es alle hier auf dem YouTube-Kanal. Einfach die DJ-Tipps-Playlist. Eine eigene Playlist. Mal von A nach Z durchrattern. Müsstest du bis Samstag, ja, wird knapp. Es sind nämlich eine Menge Videos. Guck dir die an, da sind die Menge Tipps mit dabei. Und ansonsten kann ich auch nur sagen, sprech mit deinem Kunden, damit du weißt, welche Musikrichtung okay sind, welche nicht okay sind und was deine Dinge sind. Weil ein Clubjob, wenn du nur eine Musikrichtung spielst und jetzt auf eine Hochzeit gehst, wo 20, 30 oder 40 Musikrichtungen gebraucht werden, das ist ein Unterschied, das ist ein himmelweiter Unterschied. Viele sagen nicht umsonst, dass die Hochzeit eigentlich eine Königsdisziplin unter den DJs ist, weil du so vielfältig und so flexibel sein musst. Hast du eine Art Background-Music? Ich nenne es gerne Essensmusik, oder powerst du direkt raus? Frage, habe ich eine Art Background-Music, also sogenannte Essensmusik, oder haue ich direkt raus? Nee, natürlich habe ich Background-Music, natürlich habe ich Hintergrundmusik. Ich habe gewisse Richtung erstellt, habe gewisse Ordner, wo solche Musik drin ist, und meine Kunden können bei mir aus 8, 9 oder 10 verschiedenen Arten ihre Wünsche wählen. Also ich habe Lounge-Musik dabei, ich habe Chill-Out mit dabei, ich habe Jazz mit dabei, ich habe Swing dabei, ich habe meine eigenen Sundown-Live-Mixe, die sich manchmal gerne gewünscht werden, oder auch leichte Popmusik oder solche Sachen wie Buena Vista Social Club, Rhythm del Mundo oder so ein bisschen Bossa-Musik. Ich bespreche das vorher mit dem Kunden, was er sich wünscht, was ein bisschen zu ihm passt, und dieses wähle ich aus und dann spiele ich diese Art Musik und wähle aber auch als Hintergrundmusik jeden Song einzeln aus. Also es gibt da keine vorgefertigte Playliste, sondern es kann sein, wenn sich auf zwei Feiern beide mal ein bisschen Swing-Music wünschen, dass auf der einen Hochzeit andere Swing-Music läuft oder in einer anderen Reihenfolge als auf der anderen Hochzeit. Das wähle ich dann schon individuell aus. Wie viele Veranstaltungen hast du ungefähr pro Jahr? Aktuelle Frage aus dem Chat. Wie viele Veranstaltungen habe ich pro Jahr? Vor 2 Jahren habe ich 66 Hochzeiten gespielt. Und 66 Hochzeiten ist eine Menge, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wenn du jedes Wochenende oder jedes Wochenende zweimal unterwegs bist, bist du nach 66 Hochzeiten durch. Du bist wirklich durch. Deswegen habe ich von vornherein gesagt, nächstes Jahr, also das war 2018, maximal 50, nur noch 50 feiern. Und habe dann doch 58 gespielt. Und nach 58 Feiern war ich fertig. Ich war wirklich fertig. Ich habe gedacht, ich brauche mal 4 Wochen Urlaub. Keine Musik, kein Buffet mehr, keine Hochzeitsspiele mehr, sondern ich war wirklich fertig. Und deswegen habe ich mir von vornherein gesagt, dieses Jahr und auch die nächsten Jahre, dieses Jahr habe ich mir ein Limit von 40 Hochzeiten gesetzt oder von 40 Feiern. Aktuell habe ich, glaube 39 im Kalender drinstehen, oder vielleicht sind sogar die 40 sogar schon erreicht. Für nächstes Jahr habe ich gesagt, maximal 30 bis vielleicht 35. Das ist so die Grenze, die ich habe. So kann ich auch immer 100% geben. So habe ich immer genug Energie, um auf den Feiern einfach auch voll da zu sein und auch Bock zu haben. Genau. Super, wir kommen langsam Richtung Ende, höre ich gerade. Nicht, weil ich keinen Bock mehr habe, sondern weil der Handy-Akku von 100% schon nur noch auf 20% liegt. Ich habe auch schon ein Piepen oder ein Zeichen auf dem Ohr, dass auch meine Earpods langsam zum Ende gehen. Also, lass uns 3 Fragen noch machen, such 3 Fragen noch raus. Die machen wir dann und dann kommen wir so langsam zum Ende. Was kostet das ganze Setup? Bin auch DJ und mir gefällt es. Würde es gerne kaufen, so in der Art? Ja, wie groß ist Frage ist, was kostet mein komplettes Setup? Derjenige, der die Frage gestellt hat, ist auch ein mobiler DJ. Er würde sich das auch gerne kaufen, weil es ihm einfach gut gefällt.
Also ich habe jetzt tatsächlich nicht zusammengerechnet, aber ich kriege öfter mal die Frage gestellt, ja, was kostet das hier so, was das zusammensteht? Ich glaube ungefähr, was habe ich investiert bis jetzt? 15, 20, 25.000 Euro, sowas in dem Dreh. Wenn ich jetzt einfach mal so grob zusammenrechne, der DDJ-1000 kostet ja allein schon 1.000, 1.300 Euro. Eine Maui-Säule hat knapp 1.000 Euro gekostet. Einer dieser Moving Heads kostet 800 Euro im Durchschnitt. Die Tower, die LED-Bar, Podeste, Mikrofone, Kopfhörer, Laptop, alles drum und dran. Lass es mal 15.000 bis 20.000 Euro Pi mal Daumen sein. Wirst du den Hochzeits-DJ-Akademie-Podcast wieder aufnehmen? Es kommen scheinbar keine neuen Folgen mehr. Genau, die Frage ist, werde ich den Hochzeits-DJ-Akademie-Podcast wieder aufnehmen, weil aktuell kommen keine neuen Folgen mehr. Wahrscheinlich eher nicht. Also wir haben ihn letztes Jahr einfach, wir haben ihn einfach auslaufen lassen. Wir haben nicht irgendwie gesagt, wir beenden ihn, sondern wir wollten eigentlich in eine Sommerpause gehen, haben ihn da nicht weitergemacht. Wir haben ihn nicht weitergemacht, nicht weil wir keinen Bock drauf haben, sondern das Ding ist ungemein geil. Wir haben auch Spaß gehabt. Es ist auch so, dass ich mit Thorsten, mit dem ich den Podcast zusammen gemacht habe, immer noch wöchentlich telefoniere. Jeden Mittwoch telefonieren wir 2 Stunden. Wir zeichnen es nur einfach nicht mehr auf. Das liegt daran, dass diese Post-Production oder die Produktion, die dahinter steht, wie zum Beispiel dem Schneiden des Podcasts, dem Hochladen, dem Transkribieren, auf die Webseite laden und einfach so aufwendig war, dass Thorsten jedes Mal noch 10 Stunden fast hinten dran da gesessen hat und diese ganze Arbeit noch mitgemacht hat. Ich habe das Ganze nochmal als YouTube-Video geschnitten, Hintergrund gemacht, hochgeladen und alles drum und dran. Und dieser Podcast ist kostenlos. Wir haben keinen Cent daran verdient, haben aber jede Woche, jeder von uns 10 Stunden Arbeit reingesteckt. Da haben wir irgendwann gesagt, wie wir das vielleicht monetarisieren könnten. Und dann war es einfach so, dass wir aus familiären Gründen mehr Zeit gebraucht haben. Das heißt, wir brauchen von unserer allgemeinen Arbeitszeit in der Woche mehr Zeit. Und da haben wir gesagt, die Dinge, die jetzt nicht, ich sage jetzt mal, nicht wirklich Geld bringen oder wo wir einfach sagen, da investieren wir Zeit, es kommt aber wenig zurück, die lassen wir auslaufen. Und das war dann auch der Podcast. Also es sind noch 2, 3 andere Sachen auch mit beendet worden. Der Podcast war einer davon. Ich liebe ihn immer noch. Es sind super geile Tipps mit dabei. Aber wie gesagt, den Podcast selber in der Art werden wir wahrscheinlich nicht mehr fortführen. So, das ist jetzt wahrscheinlich die letzte Frage. Was sind deine Top 5 Lieder, die man auf jeder Hochzeit hört? Okay, letzte Frage. Hauen wir noch raus. Was sind meine Top 5 Lieder, die ich auf jeder Hochzeit raushaue? Okay, lass mich mal überlegen. Was spiele ich immer? Was sage ich immer? Ey, das haut es auf jeden Fall immer raus. Also auf jeden Fall laufen immer die Disco Boys und For You. Das ist ein Brecher. Der Song ist 15. Aber er sorgt immer für gute Stimmung. Also die Disco Boys und For You gehören auf jeden Fall mit dazu. Ich liebe noch Dr. Alban und Sing Halleluja. Damit starte ich sehr, sehr oft eine 90er-Runde. Den Song kennt jeder. Er hat gut Power. Er geht dementsprechend mit hoch. Das ist sehr, sehr geil. Ich spiele sehr gerne die Hermes House Band und Country Roads, gerade wenn es so ein bisschen so in zünftigere Stimmungsmusik später mal mit reingeht. Das ist ungemein mit geil. Das feiere ich total mit ab. Was gehört auf jeden Fall noch mit dazu? Ich würde es eigentlich sagen, Billie Jean zum Beispiel, obwohl den spiele ich jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr so oft. Das geht ab von den Atzen, gerade zu späterer Stunde, wenn alle auf der Tanzfläche spielen und du hast, hey, das geht ab. Der geht immer sehr, sehr geil. Und natürlich Journey. Journey und Don't Stop Believin'. Durch die Serie Glee hat er so einen richtigen Hype entdeckt, den Song. Ich meine, ihr spielt den ja auch immer öfter. Ich kriege ja immer wieder Instagram-Stories von euch zugesandt, die ich dann auch wieder reposte. Wenn ihr ihn zum Beispiel spielt, könnt ihr übrigens machen, spielt ihn auf einer Feier, macht eine Story von, markiert mich drin, nehmt den Hashtag Gesetz ist Gesetz mit rein. Und ich reposte das und gebe euch ein bisschen Reichweite auf Instagram. Also, Journey Don't Stop Believin' ist für mich einfach so ein Brecher. Ich spiele ihn auf jeder Feier. Er gehört unbedingt einfach mit dazu. Ja, Freunde, super. Dann kommen wir auch zum Ende von diesem Livestream. Falls noch Fragen bestehen, seid so gut, schreibt sie unten in die Comments einfach noch mit rein. Ich gucke in den nächsten Tagen da mal mit rein und schaue, was ich für euch beantworten kann und was nicht. Und ansonsten, wenn ihr Hilfe braucht oder wenn ihr mal einen Rat habt oder auch eine Frage habt, dann kommt in Facebook in unsere DJ-Hilfegruppe mit rein. Wir sind eine Community von mittlerweile über 5.000 DJs da drin. Der Link zu der Community ist unten jetzt schon unter der Videobeschreibung mit drin. Könnt ihr draufklicken, stellt eine Beitrittsanfrage. Ihr braucht nur ein Profil und ein Profilbild.
Ich schalte euch frei und dann könnt ihr auch jederzeit immer wieder Fragen stellen, die euch dementsprechend als DJ weiterhelfen. Ihr könnt euch aber auch einfach mal Inspiration von anderen DJs holen. Welche Fragen stellen die? Welche Technik benutzen die? Also es hat einen ungemeinen Mehrwert, da einfach mit dabei zu sein. So, und ansonsten zu guter Letzt will ich einfach nochmal Danke sagen. Danke an euch, an jeden Einzelnen von euch, der mit dabei sind. Wir machen dieses Video, weil wir 10.000 Abonnenten haben. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen und ich habe gesagt, ich habe 10.000 Abonnenten. Da hat er mich ausgelacht. Sagt der Kronk hat 2,5 Millionen. Da sage ich, ja, der ist auch Videospieler. Ich bin kein Kronk. Ich bin Hochzeits-DJ. Ich wohne in einem Dorf, was 6.000 Einwohner hat. Ich bin kein David Guetta. Ich bin kein Robin Schulz. Ich bin einfach nur ein Hochzeits-DJ. Und ein kleiner Hochzeits-DJ, der 10.000 Abonnenten hat, das ist ein Grund zu feiern. Und ihr seid der Grund. Ihr seid der Grund, weswegen wir heute dieses Video machen, weswegen wir heute feiern. Deswegen einfach mal einen herzlichen Dank an jeden Einzelnen an euch, dass ihr mit dabei seid. Ich feiere euch insgeheim. Und damit sage ich auch vielen Dank fürs Einschalten. Und falls ihr es noch nicht getan habt, Abo dalassen. Abo dalassen. Es kommen neue Videos. Wir haben auch ein bisschen was Neues geplant. Anlässlich 10.000 und mehr Abonnenten. Es gibt ein paar geile Dinge. Es wäre cool, wenn du mit dabei bist. Abonnier den Kanal, aktiviere die Glocke. Dann wirst du immer informiert. Verpasst kein Video mehr. Da kommen ein paar richtig geile Dinger demnächst. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Habt einen schönen Tag. Der Mike.